B3. Nein, das FAL natürlich. Heieieiei. Moment, ich suche noch das richtige FN. Ah, hier FN, FN. FN, FAL Para, gay. D1, A1, auch nicht das richtige. Warum müssen L1. eigentlich die Waffen richtig sein? Wir bringen uns so oder so um mit dem Max. Ich wollte gerade sagen, ist mir eine Latte. Ah, hier das SLR. Ich laufe mit einer verkackten, gedämpften MP5 rum. Mit der Latte. Oh, Ja, weil du also, keinen Style hast. mein Mac ist tot. Scheiße, ja, ich hab noch meine Waffe. MP5. Ich mache euch alle fertig, stehst du unter Mac so. Ting, 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 ting. Ich glaube, das sind Vögel, die gegen meinen Mac fliegen. Ich leg Oh, einfach, hier, der Freie aus. ein Seil hin und der Mac fällt um. Nee, du warst im Star Oder Wars-Teil du schaust, du wegen und versteckst. fliegst so. Oder natürlich, du versteckst dich einfach und schaust zu, wie ihr hilflos umfällt. Genau, und wenn alle kaputt sind, laufe ich einfach weiter. Dann habe ich gewonnen. Ja. Und ich nehme noch zur Selbstverteidigung eine wunderschöne AT4 mit. Hauptsache, ich habe einen Fallschirm. Ich habe einen Natürlich. Fallschirm. Habt ihr Ölstöpsel drin? Na, Natürlich. Klärchen. Nö. Alter, guck mal, wenn euer Mac stirbt, also wenn mein Mac stirbt, schieße ich was so platt. Also Wieso? Ich beim. hab real fucking NATO. Also, beim Ghost Hotel, irgendwo auf dem Gelände des Ghost Hotels steht ein BM 21 Grad. Den müsst Kannst ihr du das nochmal zerstören. wiederholen? Ich höre nichts mehr, nur noch piepen. Oh, hört jetzt mal auf, bitte Leute, es regt so auf. Okay, So entschuldigt. Kindergarten hier. Da liegen bunte Farbstifte auf dem Boden. Atlantis hat aber gut überlegt, er hat einen Fallschirm dabei. Das hätte mir mal das Leben gerettet. War Jetzt recht ab. ernsthaft. Ruhe jetzt. So, also beim Ghost Hotel steht so ein russischer Raketendingstruck. Den müsst ihr zerstören oder halt eben, wenn alle anderen zerstört sind. In dem Fall seid ihr bereit, dann weil ich fange jetzt an. Naja, mach Okay. mal. Okay, erstmal kommt Atlantis CS1. Wo ist denn hier das Ding, das ich hingestellt Doch mal einen Fallschirm suchen, das wäre wirklich keine dumme Idee. Dann kommt Panzer von. Oh mein Gott, Der ich ist ja habe das Ding noch lustig. nicht gefunden. Ungelenkter Fallschirm passt. Bleibst du wohl stehen, du Affe. Okay, wo bin ich? Also Hier bin kein ich. GPS dabei. Ich habe eins dabei doch. Ach, da bin ich, okay. Also, oh, ich bin ja, Ihr was, seid ja etwa 2 km ziemlich von dir entfernt. Das ist ganz schön happig. Gut, das heißt, ich kann durch nicht sterben gewinnen. Also, das ist schon mal gut. Yay, Mech. Yay, mech. Yay. Ich finde es übrigens ein bisschen fragwürdig, dass ich über seine, naja, seine Eier irgendwie einsteige. Ja, ich meine, die Einstiegsanimation ist ziemlich an die Genie-Mod. Ja. Also da. Mir auch schon aufgefallen. Ich kann irgendwie nur als Fahrer einsteigen, das ist irgendwie falsch. Ich kann nur als Nein. Fahrer einsteigen, also ich gehe nochmal rein und versuche zu wechseln. Ah, das ist richtig. Okay. APT und GRP. Panzerfan darf noch ein bisschen nach vorne gehen, weil der ist am weitesten weg. Habe ich also ein bisschen weit weg gemacht. Aber alles in allem, let the battle begin. Attacke! Oh mein Gott, da ist ein Stein. Ich falle auf die Fresse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, das sind Steine. Wie kann man eigentlich springen oder so? Gar nicht Gar mehr, glaube nicht? ich. Achso. Nehme ich mal schwer an. Ja, weil irgendwer vorhin gesagt hat, er fliegt. Ja, das sind Bugs. Achso. Na denn. Es kommt, wenn du gegen was läufst. Kann der eigentlich schwimmen? It's not a bug, it's a Alter, ich feature. fliege. Oh. Ich bin geflogen.
Also ich bin vom Berg Über runtergeflogen. den Wolken Ja. Bus wird oder? die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ach was, ich nehme noch ein Campari Soda. Labert alle so eine Hüst Scheiße. von Da, der Wirlitz wohnen wir. Oh Leute. Wer besonders ist er? Oh. Genau, das War war das das nicht passende Hühner? Geräusch. Das klang jetzt wie das Knarzen einer Tür. Das war eine Türschnalle. Mit was läuft ihr? Mit Shift oder ganz normal W? Bisschen beide. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Da ist er Wasser, hin. nicht Ich liegt laufen. an. Nicht laufen, Wo? Leute. Übers Wasser ist Wo? Terror. Hey, ich werde schon beschossen. Wer zum Teufel schießt hier? Zündet mal eure Flares, bitte. Ah! Toller Wald. Was ist das für eine Scheiße? Ich hasse Wald. Scheiße. Was? Wie? Wo? Warum? Wieso? Da war doch gerade was. Ach du Scheiße. Oh, das Ghost Hotel. Das wollte ich nicht. Ich bin tatsächlich hier. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Die Wand hat mich gerettet. Wie du Affe. Ah! Nein! Ey, das ist so unfair, du musst doch mit drauf gehen. Einfach so dieses ganz gechillte. Oh, ein Gegner. Erstmal anvisieren. Ja, genau. Und ich stehe da, bam, 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 und sehe eine Rakete auf mich zu fliegen. Oh, siehst du diese Sprungmanöver? Das war gewollt. Das war aber wirklich verdammt badass übrigens. Oh mein Gott. Da gucke ich doch erstmal dem Finn zu. Da musst du reconnecten. Ist mir doch egal. Oh nö, ich bin Oh, kaputt. zerstört. Und Finn läuft da ganz gechillt rum. Hey, kann ich mal porten? Kannst du nicht nach Foxtrot oder sowas? Es gibt kein Foxtrot. Es gibt nur ein Alpha und das ist no longer existing. Ja. Gibt's denn noch hier einen Helikopter oder wie ist das Ziel? Moment, Atlantis? Nö, so ein Raketenwerfer, BM 21 Grad. Atlantis, du schaust ja zu, oder? Ja, Und ich mit schau, dem Finn muss gerade ich zu. denn wohin kommen? Aber dann musst du ja wieder reconnecten, Ja, oder? und? Nervig. Ach, Quatsch. Nicht vergessen, ne? Das gleiche ins Ausbildungsskript schreiben. Also, ich hab ihn schon gesehen, Finn. Pass auf, das sind Mauern und Häuser. Fall nicht um. Du musst ihn zerstören, Finn. Ich nehme den BM 21 Grad. Du musst ihn zerstören. Ich Kann hänge ich? Ich sehe fest. auch noch mal Leute, zu. Leute, ich hänge fest. Ich sehe es. Ich hänge fest. Ah, voll Das gut. ist das für eine Wand. Ah, ist das Glaube, ihr hängt lustig. beide fest, oder? Nö, Finn ist Nein, nein, ausgestiegen. nein. Hunter, der torkelt auch noch besoffen rum. Hampe. Einfach mal stumpf durch die Gegend ballern. Das ist wie nennt man das? Hä, wo ist er? Dieser Wichser. Hallo. Oh, voll gut aus der Vogelperspektive, ey. Wo ist er? What the fuck? Was ist das? Wo muss ich hin? Er fährt wahrscheinlich mit dem Teil schon lange weg, oder? Nö. Oh, das wird interessant. Oh. 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 Hase. Ja, und Oh umgefallen. mein Gott, da hinten fährt er Und noch jemand umgefallen. auf die Und Fresse. Salto. Und yay. Und wuhu. Hey,
Atlantis, du hast mich doch. Wer hat mich zerstört? Yeah, er ist kaputt. Finn hat gewonnen. Mein super Flip über die Mauer, die habt ihr wohl gesehen. Habt ihr hoffentlich gesehen, der war cool, oder? Hey, wo, ja, der war echt cool, Mann, wo ich den geschossen hab. Ja, aber in dem Fall, Finn hat gewonnen. Wo war er? Wo war er? Er stand die ganze Zeit in einem LKW. Wo war der LKW? In der mittleren Straße, die einzige, wo du nicht reingegangen bist. Also dann, bitte alle mal aus ihrer Perspektive ja, LKWs und so aussteigen, dann porte ich euch gleich mal hierher. Ja, Moment, ich muss kann kurz... Kann ich nicht mit dem LKW porten? Nein, das geht leider nicht. Oh. Ich muss kurz reconnecten wegen blöden... Also da muss man auf jeden Fall nochmal was machen irgendwie. Es ist großartig, ja. Die Leute, stellt euch das in Kavala vor. Waren in Ordnung, oder? Wie? Stellt euch das in Kavala vor. Dann flieg, siehst du, ist es eher eine Luftschlacht anstatt eine Bodenschlacht, also. Also, ja. Dann hat jetzt nämlich, hier. Finn hat einen AS2. Also, Finn hat jetzt diesen neuen, weil er gewonnen Wie, warum? Hat. Warum? Also, gewonnen. Ja, ich, Panzerfan und ich haben auch mal gewonnen. Komm, ja, alle wieder neun. Komm, alle wieder neun. Ja, alle bekommen einen anderen oder sowas. Ja. Und nimm mal die, wie heißt das? Die, den Sumpf als Zielort. Boah, oder die Salzwüste. Die Salzwüste. Das wäre natürlich einfach nur für Kampf gegen alle. Salzwüste in der Mitte irgendwas und alle müssen sich gegenseitig battlen. Ja, da kann Crank auch mitmachen. Wisst ihr, was eigentlich sein kann? Vielleicht gehört noch irgendeine andere Mod dabei. Wisst ihr, irgendwie so à la... Was, à la? So, du ungläubiger Mech, du ungläubiger Mech! So. Leute, ich brauche wieder eine Kiste. Wofür brauchst und du eine Kiste? Und schaut euch mal die verdammten Spritpreise an. So, wo ist denn jetzt Atlantis? Am Spawn am Anfang. Ich brauche. Mensch, die Spritpreise sind ja unglaublich. Sag ich ja. 21,49 pro Liter. Finn, da drüben hast du eine riesige Tafel, wo du es sogar noch besser siehst. Ist doch billig. Ist doch voll billig. Ich kann solche Ausbeutungspreise nicht. Wir sind hier nicht in der Schweiz oder in Deutschland, ne? Wir sind in der Zukunft vor allem. Leute, 18,90 Euro. Preise nicht gut heißen. Warum denn nicht? Ach du Scheiße. Wir sind im Jahr 2035. Oh laha, 20 Liter? Also 20 Franken pro Liter? Ja, ich glaube. Da... Leute, ich empfehle euch einen gesonderten Sicherheitsabstand zur Tankstelle aufzubauen. Leute, wartet! Vielleicht ist das ja irgendwie Griechenland. Das ist ja Griechenland. Die haben jetzt vielleicht mittlerweile den Drachen wieder eingeführt. Das ist irgendwie der normale Preis halt. Von. Ja. Tschüss, Tankstelle! Allah Akbar! Allah Akbar! Bombe entdeckt! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Frank, ich brauche eine Kiste, ich muss mich wehren können. Titanfall! Flump! Ui! Ich glaube, ich hab's zerstört. Frank, du hast einen scheiß Mod geschmissen. Sah das geil aus. Sah das geil aus. Er steht da drunter, das Ding springt hoch und springt voll auf ihn drauf. Es sah witzig aus. Ja, total. 30 Sekunden kam mir aber länger vor als irgendwie gedacht, ne? Ach Quatsch. Yay, ich hab meine Ausrüstung. Oh. Panzerfan, aber weißt du, was du mit deiner Ausrüstung nicht machen kannst? Guck mal in meine Hand. Wow! Ja, okay. Was kann ich wer ihn sehen? Zuerst kriegt, hier kommt ihn. Ja. Was war das? Ich hab ne RPG. Bleib stehen. Moment, wie kannst du den Schaft da jetzt fahren? Also, toll! Steuerung C. Aha. Ein und ausklappen. Dafür hab ich real fucking NATO, eine viel größere Patrone als du hast. Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen.
Du portest uns an jede Ecke von einem Salzsee und wir bekämpfen uns. Mit Steinen. Eine epische Schlacht. Wir machen das jetzt anders. Jeder baut sich einen Bunker. Warte jetzt mal kurz. Ich muss jetzt ganz kurz was ein bisschen organisatorisch. Tev, wie kannst du das ausklappen, den hinteren Teil? Den See. Was kann ich mit Steuern C machen? Ja, gar nichts. Also ein SLR, genau gesagt. Okay, ja. Und Ding will ich übrigens in echt auch haben. Ich auch. Kann man gegen... Nein, das sage ich jetzt nicht. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Wirklich zum Teil. Hier, probiert mal, ob ihr euch könnt zu Hotel porten. Zu einem Hotel, das klingt doch nett. Ja, oder? Kann ich. Gut. Ja. Dann seid ihr beim Flughafen, also am Spawnpunkt. Ja. Jetzt merkt sich Panzerfan, das ist sein Spawnpunkt. Hotel ist Panzerfans Punkt. Ich bin im Hotel, ja. Was macht ihr in meinem Spawnpunkt? The F ist Juliette. Juliette. Oder vous avec moi? Oder hier Atlantis. Bienvenue à Altis. Atlantis ist Kilo. Ja. Und der andere Hunter ist immer noch an meinem Spawnpunkt. Hunter ist Lima. Lima. Oh, ich bin Lima. Ihr solltet jetzt rund um den Ding Flugplatz verteilt sein und den Salzsee. Ja. Nein, ich bin noch am Flugplatz. Ja, dann geh mal zu deinem Punkt. Ich bin ja bei Hotel. Klick noch mal. Ja, Hotel. Dann geh zum anderen Punkt, den es da gibt. India. Ja, genau. Okay, Panzerfan ist jetzt India. So, das sind jetzt eure Spawnpunkte. Da stehen nachher eure Max. Beim Salze in der Mitte gibt's einen großen Compound, also einen großen Komplex, und da ist etwas drin. Da ist so wieder so ein Helikopter oder so etwas. Den müsst ihr zerstören. Nicht wegfliegen mit? Okay, doch, machen wir wegfliegen. Aber nicht drauf schießen. Habt ihr auch alle euren Fallschirm dabei, falls ihr wieder 50 Meter in die Luft gewirbelt werdet und aussteigen würdet? Leider noch nicht, aber ich würde gerne. Ich hab ihn! Ich hab meine Wanderausrüstung dabei. Wir haben eine gerade Strecke vor uns. Ich hab eine Banane. Und mit wenig Hindernissen, Leute. Das wird ein epischer Kampf mit der Steuerung. Und eventuell, wenn wir den gewinnen, gegen uns selbst. So, und zwar solltet ihr jetzt auf eurer Karte solltet ihr so jetzt den Punkt sehen können. Ja. Gut, da ist das Ding. Nicht in der Mitte. Ach, ist doch egal. Natürlich ist das die Mitte. Bitte... Frank, mein OCD, das geht nicht, das muss in der Mitte sein, perfekt, sonst... ist sonst ein Chi ruiniert. Ja. Der Chi, die Immersion. ja. Ich meine, realistische Roboterkämpfe, also bitte da das... Ja, genau. Ja, hey, MechWarrior wurde mehrmals mit beste Simulation ausgezeichnet, also... und das ist Arma, das ist die beste Militärsimulation. Da ist schon irgendwas in die Luft geflogen. Was? Also ja, das ist ungefähr in der Mitte von euch allen. Nein, Atlantis ist ein bisschen zu weit weg. Ist mir doch egal. Nein, Atlantis ist ein bisschen zu nahe. So. Ist mir doch egal, warum fliegt da oben schon irgendwann in die Luft? Wo ist mein verdammter Mech? Wo ist meine Stange? Ich will an der Stange tanzen. Da hätte ich auch hinlaufen können. Also. In dem Fall kriegt jetzt jeder, kriegt die Variation and Max, die es gibt. Den größten. Kriegt alle. Jeder hat jetzt den größten. Und von denen werden alle wieder hingestellt, sobald alle zerstört sind. Also, das heißt... jetzt nicht hinlaufen und einsteigen, ja? Jetzt gibt's eine Auswahl. Ja.
Dürfen wir sie aber anschauen, was sie für Waffen haben, bevor wir uns entscheiden? Respawn! Und alle Mechs, die es gibt, glaube ich. Ctrl C. Okay, die haben. Einer da hat eine sehr interessante. Zwei haben sehr interessante große Knarren, die sehen cool aus. Da muss ich mich jetzt entscheiden. Hier sieht größer aus, irgendwie. Scheißegal, was ist, ich nehme einfach den. Beam Cannon. Wow, what the fuck? Die Beam Cannon, das klingt cool. Da, die will ich. Ich weiß nicht, was sie tut, aber sie klingt böse. Ihr habt die Max, sobald die alle zerstört sind, neue. Aber wir können alle einfach nehmen. Okay, dürfen wir anfangen? Noch nicht. Schaf Ach und du Fleisch. Scheiße. Wisst ihr, was ich glaube? Ja. Leute, wisst ihr, was ich glaube? Max. Sobald die Herren bereit sind, geht's los. Bin bereit, los! Bereit. Noch Ich nicht hab. bereit. Leute, ich hab das Ich bin Gefühl, bereit. diese Dinger basieren mehr auf Flugzeugen als auf Fahrzeugen und darum steuern sich diese komisch. Nee, ich glaube, die sind einfach nur schlecht in das Physiksystem implementiert. Ja, aber die arme Physik ist doch nicht auf Mechs ausgelegt. Dürfen Das wir ist anfangen? richtig. Geht's los, Crank? Warte mal, Atlantis bereit? Ja. Hunter bereit? Bereit. Ich bin bereit. Dann Ich bin los bereit. geht's. Attacke! Man, den Heli müssen wir zerstören, oder? Nein, Nein, wegfliegen. erobern wurden. Oh, ich hätte ihn von hier aus zerstören können. Glaubst du, so schnell Ihr war ich noch lacht nie. jetzt. 111. 111 ist noch nie so Oh schnell. Gott. Ich sehe es jetzt schon. Kanonenregen. Ja, sowas von. Alle verschanzen sich jetzt am Rand und warten, bis einer in die Mitte läuft. Ach, ihr seid doch Muschis, wenn ihr es nicht tut. Ich bin schon da. Ich sehe schon einen, der campt. Dann schalt sein Camp aus. Ah, shit, diese Kanone ist ja schrecklich. Ich kämpfe gegen Steuerung. Aber ich gegen doch einen. Oh, Ich bin scheiße. schon da. Das ist doof gelaufen, jetzt rein technisch betrachtet. Bam! Bam! Wer war das? Bam! Das war das. Oh. warum ist Ein haben sie... Schuss, ein Kill. Ach so, Nicht das. schlecht. Oh mein Gott. Piu! Also der mit der Artilleriekanone, der ist doch ein bisschen scheiße. Nehme ich ihn jetzt hier. Nehme mal den hier. Wir haben einen Schaden den Helikopter, Leute. Nein, nicht auf mich schießen, wir müssen den Helikopter verhindern. Panzerfeld ist im Helikopter drin. Ich bin nicht im Helikopter, das sind an. Das sind. Scheiße, was soll der Mist? Ich bin gleich hier, verdammt. Ja, lol, meine Schuss ging durch, das ist unfair. Er holt den Helikopter runter, alle Mann Feuer auf den Helikopter. Wer ist in diesem Scheiß-Helikopter? Gerade mal! Bin! Und ich hab deinen Mech hab ich so schön im Flug, in so einem Vollspin hab ich den schön getroffen. Das war so schön. Muss ich eigentlich hin? Halt zu deinem Punkt, wo du vorne Ach warst. Scheiße! Lol, ich sehe einfach so ein Mech gleiten. Komm zurück, du Affe! Der Rückwärtsgang ist für den Nein! Arsch! Ich hab dich verfehlt. Ich muss einen anderen nicht nehmen. Oh fuck, ich fliege, ich fliege, ich fliege, ich Mayday, Mayday, believe I Mayday, can ich fliege. fly. I believe I can touch the sky. Da 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 da.
Oh. Ja, Leute, kommt auf die. Auf das. Auf du hast Sex auf den Menschen geschaut. Natürlich! Selbstverständlich, was denn sonst? Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich wurde entdeckt, ich wurde entdeckt. Wo ist die. Wo ist die Flagge am Airfield? Da. Ach, verdammt. Finn hat gewonnen. Weil er den Hubschrauber hat. Ja. Ach, das war fies, ich hätte ihn beinahe auch gehabt. Beinahe auch gehabt. Ja, Hauptsache, ihr habt mir den Heckrotor zerschossen. In dem Fall, Atlantis, bitte zurück zu deinem Punkt. Jawohl. Würde ich auch gerne, ich muss respawnen und da ist deine Fahne nicht mehr rum. Fahne ist am Airfield. Wo ist denn mein verkackter Startpunkt? Nein, ist sie nicht. Eine grandiose Landung. So, in dem Fall, ja. Gibt jetzt einen neuen Helikopter. Und ich nehme einen neuen Mac. Wird der Helikopter genauso unglaublich träge und schwerfällig sein? Nee, ja, muss ja noch. Es gibt einen anderen. Huch! Also mit über 100 km/h über so einen Hügel sollte man nicht laufen. Nicht gut. Dann lernt der Mech nämlich fliegen und dann ist er nicht mehr kontrollierbar. Aber das ist doch sein Traum. Willst du ihm seinen Traum verwehren? Wenn ja. Ihr dann keine Max mehr bei eurem Spawnpunkt habt, dann sagt einfach Bescheid, dann stelle ich euch neue hin. Nicht noch größer. Ich habe da ein Bild gesehen, wo einer so wirklich größer war als der scheiß Traum. Ja, den gibt's leider nicht als Zeus. Oh. Und der ist ziemlich, also, ja. Der, ne. Da drückst du W, dann bist du auf 300 km/h. Also eben, das cool. Das will ich. Das will ich. Das will ich. Bowling mit Map. Okay, seid ihr alle bereit? Übrigens, diese 120mm Kanone sieht aus wie eine Maschinenkanone, gar nicht so. Ja, dann bemannt okay. Eure Max, dann geht's weiter. Mech bemannt. Ich glaube, der Schweizer haben die Schweizer gleichen Mech. Mech bemannt. Und los geht's. Okay. Bereit zum Gefecht. Feuer frei. Feuer. Hey! Ach du Scheiße, ist die Kanone kacke. Boom! Ach du Scheiße, ist die Knarre scheiße. Eieieiei, das wird lustig. Oh. 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 Okay, Ausrichtung stimmt ungefähr mal. Jetzt muss ich nur. Das wird lustig. Ich muss nur noch gleiten jetzt. Ich auch. Oh! Fuck. Daneben. Raxier! Das ist einfach halbe Mechs dahin. Oh mein Gott! Achtung, der eine ist schon da. Angriffskurs! Oh shit! Nein! Aua! Ach man doch! Ist doch für Arsch! You are being teleported. So, welchen nehme ich jetzt? Ich nehm den hier in den Spulenfarben. Ich glaube, ich nehme den. Lol. Das ist doch scheiße. Oh mein Gott, ich habe so viele Minispikes, das ist ja nicht mehr lustig. Hey, Alter, das war scheiße. Achtung, Helikopter startet wieder. Oh nein, nicht Teleporter India, fuck. Wow, Alter, was? Wow. Yep, der Helikopter. Ah, doch. Mein Mech hat sich dann mal selber zerstört irgendwie. Ich würde euch nicht empfehlen, in diese Gebüsche zu laufen. Dann zerstört sich der irgendwie von alleine. Der Helikopter startet. Helikopter wo? Wo? Den schieße ich ab. Den schieße ich auch ab. Alle drauf. Ich hab Flugabwehrraketen in meinem Mech. Freundchen, du bist dran. Und los! Wo ist dieser Scheiß-Heli? Oh! Wo ist er? Wo ist der Helikopter hin? Ich sehe ihn! Schieß auf den Scheiß-Helikopter, Mann. 90 Grad! Ah, ist weg. Negativ. Nachverfolgen. Ah.
Nimm doch deine Scheiße. Oh. 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 Ich hab gewonnen. Ramduell. Ramduell. Mit wem war ich da gerade im Nahkörperkontakt? Mit mir und ich hab gewonnen. Du bist noch da, ne? Ich hab keine Raketen mehr, das ist richtig. Ja, ich bin irgendwie in dich reingelaufen und bin dadurch... Wow! Okay. Aber irgendjemand lebt noch und schießt auf mich. Ja. Das ist, glaube ich, ein anderer Mech. Ja. Das ist ein Handart-Mech. Und ich hab nicht mal mehr Leuchte, also... Lol, ich kann nicht mehr steuern, ich kann nicht mehr steuern, ich fliege krass aus, ich kann nicht mehr steuern. Doch, jetzt. Ich krieg hier noch einen Anfall gerade mit der Steuerung, ey. Ja, los, versuch's. Hallo, Angst, lauf doch jetzt dann vorbei, du blöder Scheißmech. Ram-Modus. Blöder Mech, rammen. Kennst du dieses Konzept anscheinend nicht? Helikopter fliegt hier rum. Wo? Der ist sogar bewaffnet, der Heli. Ja, es ist ein K-52. Hol das runter. Wo ist er denn? Hey, Moment, ich hatte mehr Mechs. Frank, mir wurde ein Mech geklaut. Ich hatte noch einen roten mit der Gatling. Ja, den hat der Herr Hagen Hunter geklaut. Ja. Was? Das ist aber nicht fair. Gib dir gleich einen, guck hier. Jetzt habe ich schon den gelben genommen. Bis gelben. Du siehst ihn einfach sliden. Ja klar! Ja, das landet hier einfach davon. Du schießt auf ihn, das ist halt los, Feuer gegen den Heli. Huch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. So lange in den Himmel geguckt. Oh, ich hab ihn getroffen. Er geht down, Heli down. Black Hawk down. Helikopter geht down. Helikopter down. Leute, ich stehe in einer scheiß Wüste. Und nur mit LMG und MMG. Und was soll ich tun? Gib mir Mac. Sterben! Nun denn, beim Punkt in der Mitte ist jetzt ein neuer Helikopter. Ich habe 300, 400, 600 Wunden gerade. Moin. Leute, wie wär's mit nicht auf Menschen schießen? Nein. Oh. Wie wär's mit, das sind auch Menschen, Ziele? Nein, wer macht mich hier kaputt? Zeus, hör auf! Zeus, hör auf! Wo ist dieser andere Mechin? Zeus! Achtung, Blitz folgen mir! So, welchen nehme ich jetzt? Ey, lass den mich da. Zeus, bitte. Zeus? Blau? Blau? Nein, nicht anschauen, weiter rennen. Fick dich! Ey, das ist unfair! Ey, komm, das ist scheiße. Ich hätte einen Helikopter rein können. Du weißt, da wären mehrere Mechs gewesen, die dich anschauen. What the fuck ist das? Oh. Der könnte im Fall schon weitermachen, ja? Also. Ja, ich bin Erik dabei. Ich bin gemacht, weiter ist bald im Mech. Im Heli, ihr wisst. Hallo, wie? Okay, der Heli ist jetzt im Vergleich aber scheiße. Das sollen jetzt einfach Frank, so viel Mech. Dieser Heli ist jetzt aber einfach scheiße. Der interessiert mich das. Oh. Oh, what the fuck! Oh. Ich hab 31 Wunden. Okay, es gibt einen neuen Helikopter. Ja, ich konnte nicht mal die Motoren richtig starten. Da wurde schon zerstört. Ja. Aua!
du auch, oder im Penis keinen Schmerz durch einen Roboter? Nee, ich bin ja auch gelaufen vom Helikopter. Ja, und ich hab dich abgeknallt. Ich hab gewartet, bis du kommst. Ja, man sollte doch jedem die Waffe wegnehmen, ist doch für den Arsch. Schnell auffliegen! Was? Wieso bin ich dich explodiert? Hat jemand auf mich geschossen? Ich hab dich weggelasert. Wegrasiert, ja, gleich, meine ich. Ah, ich schon gefragt. Oh Mann, ich hab nur noch einen mehr. Mikrofon muted. Moonshine VR, baby, danke für dein Follow. I love you. Activated. Nein, beschossen, 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 beschossen. Beschissen, beschissen, Whee! Beschissen, beschissen. Leute, die Wüste ist jetzt wirklich nur noch ein Schlachtfeld. Ja, ist auch gut so. Fickt euch, wer hat mich abgeholt? Ich mach mal noch ein bisschen auf dem Wüste, bis niemand mehr Max hat. Ich bereite mal was kurz an einem anderen, taktischeren Ort vor. Mach mal. I got you. Was, okay, bei mir dauert es nicht mehr lange, ich hab nur noch einen. Schutzschilden. Gibt's jetzt keinen Helikopter mehr? Toll, ich hab nur noch einen kaputten Mech, ey. Voll für ein Arsch. Und ich hab nur noch meine AP4. Kann ich mich eigentlich, und wenn ich jetzt mein hier... Sturmgewehr. Warte mal, wenn ich jetzt... Geht das? Okay, warte mal kurz. Ach, schade. Steig mal aus allem aus, ich räume mal kurz hier auf. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Nein, ich wollte gerne mein Mech ausprobieren. Bin draußen. Zeig mal bitte alle aus. Auch du, Hagen. Wer ist Hagen? Panther. Gibt's hier einen Hagen-Clan? Ja, ja. Also dieser Anwärter. Hallo. Verdammt, ich muss auf zu schießen. Er wollte schießen, er wollte schießen. Erstmal hier aufräumen. Die können weg. Ach, wieso, sieht doch super aus. Oh, guck, warte, du bist auch noch für das toll. Ist jedenfalls schwieriger, die Leute zu sehen hier. Ach, schade. Ich wollte gerade sagen, das war die Geburtstagsfeier der First, so sieht das Lager danach aus. Abrissparty. Wir reißen alle Zelte ab. Wir verlegen unser Lager. Ich hab einen Screenshot. Leute, das hätten, ja, das musst du reintun, so irgendwie, ja, das ist ja die Party, so sieht's nachher aus. Party, ja. Vorher, nachher. Okay. Mal ein bisschen. Hör mal auf, hier rumzuballern, Mensch. Ist ja schrecklich. Tactical-Ery, Battlefield, dieses Mal. Boah, ich wurde nicht verletzt, wo ich vor dir rumgelaufen bin. Was? Tactical mit Mechs? Ach du Scheiße. Testical? Festigkeit? Ja. Und zwar, merkt euch. Man merkt euch. Hier. Achtung, da ist ein Hase, Vorsicht. Panzerfan. Panzerfan, Mike. Hase ist tot. Okay, ja, wo ist der? Der Fahne? Nein, Panzerfan, der lebt noch. Ja, merkt euch einfach. Panzerfan ist Mike. Atlantis November. Jawohl. Hunter Oscar. Oscar. Und Finn. Oh, Papa. Yeah. Ist ein Hase. Aber? Jetzt tot. Yay. Dann machen wir hier kurz ein bisschen Basiszeug. Zu den Hasen, nicht? Du kommst nicht im Maskott. Dieser Hase da. Nur ein Ironside. Ja, jeder Hase, jeder eine hat seinen Hasen. Also es gibt, es sieht, den Hasen von anderen so. Könnt ihr nicht sehen. Also, ich denke jetzt mal alle, ihr wisst, wie ein Ifrit aussieht, oder? Ja, Oscar. Natürlich. Ifrit, ja. Das ist euer Ziel. Das okay. Kennt man ja. Zerstören oder, Klauen. Klauen, okay. Klauen gegen drei andere wütende Mechs. Ja, natürlich. Ja! Die aber mit der Steuerung alle nicht klarkommen. Zumal das nächste Gelände ein bisschen difficulter wird. So, zwei tote Hasen bitte sehr. So, wenn ihr auf der Karte seht, dann seht ihr so im Sumpf irgendwo so einen grünen Bobbel.
Ja. Wobble, wobble, wobble. Da ist der Ifrit. Im Sumpf. Siehst du, Crack, das wäre übrigens ein anderes Gelände, wo so ein Mech nicht tauglich wäre. Im Sumpf würde er sofort einsaufen. Wegen dem viel zu hohen Bodendruck. Das hat was? Und eben die Elektronik, die ganze Mechanik würde wahrscheinlich auch verkleben und so. Und ich möchte das Ding auf jeden Fall nicht warten. Also bestimmt ein Albtraum. So, dann portet euch mal zu euren Punkten. Wir sind jetzt gerade beim Punkt von Finn. Ich gehe zu Mike. Also Finn muss nicht sich nicht porten. Oh. Mike macht das Würstchen. Max. Pascal. In hier. Hier. AS. 2. EN. Wisst ihr, was bis jetzt irgendwie das Spiel war, das Walker am realistischsten dargestellt hat? Battlefield 2142, die sahen wenigstens glaubhaft aus. Ist echt. Findest du Mag das diese diese. dünnen Elemente zwischen den einzelnen Bewegungspunkten hier etwa nicht realistisch? Nein, doch, das ist natürlich hochrealistisch. Mechs, 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 Mech, Donald. Hey, ganz, oh Leute, eben müssen wir irgendwas mit dem Wetter machen. Der Wind geht mir so auf den Sack. Ja, da können wir leider nicht. Huch. Nein, ich meine per Mods oder so. Da gibt's nur eins. Das ist nur hier falsch eingestellt auf der Mission. Das ist ein Modul. Ja, dieses Modul darf man. Oh, Mechs, 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 Mechs. Ich bin bereit. Frage zum guten Aber 3D-Editor. Habe ich noch das gar können nicht wir echt probiert. mal Habe leben. ich mir noch gar nicht Ja. angeguckt. Aber bis jetzt habe ich nur Positives drüber gehört. Aber angeguckt selber habe ich mir noch nicht. Mikrofon aktiviert. Bereit? Ach du Scheiße, willst du mich verarschen? Wow. Das dürfte sich aber, glaube ich, wenn ich das Who's Ace-Modul moved richtig im before Kopf me? habe, gleich wieder verstellen, oder? Who's spooky Fifey? Okay, ich Hat ein bin bereit, bisschen los. Nebel und es fängt bald an zu regnen. Können wir jetzt anfangen? Oh. Fangen wir an? Fangen wir an? Geht's los? Ja. Ja, schießen, ballern, Auf die ballern. Plätze. Fertig. Los. Viel Kritisch, zu viele kritisch. Mauern. Viel zu viele Mauern. Oh mein Gott, Büsche und Bäume. Die natürlichen Feinde des Mechs. Ist echt der einzige Grundort, wo ich sehen würde, wo man einen Mech jetzt realistisch einsetzen könnte, wäre irgendwie zur Aufstandsbekämpfung, weil er einfach ziemlich, ja, furchteinflößend aussieht. Ich meine, ein paar Wasserkanonen, Gummischrotgewehre, dann wäre das Ding gut, aber so ein offener Kampf, wie ihr seht, die Steuerung ist der größere Feind. Das Ja, Gelände. das ist auch eine realistische Nachbildung von Max. Ja, das ist Arma. Lol, ich Wer bin schießt hier auf ausgestiegen. mich? Ich bin ausgestiegen wegen dem Scheiß. Wuhu! Sprungangriff. Ey, wer sniped hier auf irgendwie 12 Kilometer auf mich? Und trifft noch? Ach du Scheiße, Weiß es nicht. wassertauglich sind sie nicht, Engine im Arsch. Am Airfield ist kein Fahnenmast. Ist der extra so demontiert worden? Okay, Nein. also im Mech, im Wasser ertrinkt man. Lol. Scheiße. Ja, dann nicht ins tiefe Wasser, meine Freunde. Ja, toll. Ja. Jetzt kommt Spezialtaktik. Ich würde sagen, ich muss jetzt 700 Meter laufen, weil ein Treffer meine Engine zerstört hat. Ich sag's mal so, mein Mech ist auch im Arsch und ich laufe. Oh! Irgendwer mag mich da nicht. Das merkst du erst jetzt? Oh. Aber wie kannst du mich sehen? Oh
mal, ich brauche noch einen Respawn-Punkt für Eckart, wenn der jetzt auch mitmacht. Ja, was für ein Wichser steht denn da mit dem Raketenwerfer? Ey, das ist langsam... Ja, die Raketenwerfer sind ein bisschen OP, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ein Treffer weg. Wow, was war das denn? Panzerfan hat den Ifrit! Was? Kill den Mailfit. Yeehaw! Alter, was geht denn hier? Mein Typ dreht sich gerade automatisch, was ist denn hier kaputt? Ach, verdammt. Bitte. Da liegt ein Baum und... Oh, shit. Okay, ich hab den Ifrit nicht mehr. Er ist explodiert. Aber ich hatte ihn. Das zählt auch. Oh! Ich mach dich platt! Aua! Alter! Ciao. Also mit der Artilleriekanone treffen ist schon heavy. Wäre es die 120 mm? Ja. Ist ja, ein bisschen. Die ist ein bisschen krank. Snipest du die ganze Zeit auf mich? Nee. Wer dann? Und ja, danke, ich hatte sowieso 18 Wunden, also. Eckhart? Ja? Ich hab dir, wenn du mitmachen willst, einen Respawn-Punkt eingerichtet. Muss bei ja, mir. Das ist schick. Muss beim Flughafen, da ist so ein Flaggenmast, dein Punkt ist Romeo. Alles klar. Okay, jetzt suche ich die Sau, die mich abgesniped hat und sniped zurück. So. Seit 5 Uhr 45 wird zurückgesniped. Na nun? Hä? Es ist jetzt kaputt hier, Alter. Kisten hin? Die hat jemand kaputt gemacht. Hör auf, mich zu schießen! Aber warte, ich stell dir eine hin. Was? Das wäre nett. Ich schieße sie durch. Ich glaube, durch. Meine verdammte Laserkanone hat eben nicht getroffen, weil irgendwie eine Hitbox im Weg war. Box? Deswegen habe ich in die Luft geschossen. Zeug steht da, Eckart. Ach, noch was, eben der Ifrit ist zerstört, wir brauchen einen neuen. Ich hatte ihn allerdings, das zählt als Sieg. Also gut, ein Panzerfan hat gewonnen. Yay! Unfair, ich hatte ihn. Nö, ich hatte ihn! Nein, ich hatte ihn, ich hab jetzt den Bug. Den ich mir in der Nähe mag. Okay, ich hatte ihn vorhin schon. Dann steht jetzt ein neuer Ifrit da. Neuer Ifrit steht bereit. Ich sehe jetzt schon. Ach du Scheiße, ein Stein! Was? Scheiße, noch entstanden! Oh Mann, ey, scheiße. Na, wo ist er denn? Ah, scheiß Stein! Oh, was? Wieso wurde ich jetzt getroffen? Ja. Yeah. Oh, weiß Gott kill. Was. War Mobility Kill. Wow, also Stein, Baum. Von wem man gekillt wurde. Hallo? Hallo? Wir sind in Realism Clan, ohne Killcam und so. Was ist das? Scheiße! Alter, warum dreht er sich die ganze Zeit automatisch? Fick dich! Ich will in die Richtung, verdammte Scheiße! Ich glaube, nach mir wird geschossen. Nach mir wird ziemlich geschossen. Fick dich. Ich bin der Buschmann, hallo! Dich ab! Ja, ich falle in die Luft! Hä, wo ist er denn? Ich fall! Nein, daneben! Scheiße! Komm zu Papa!
Guck mal in den Rückspiegel. Nein, daneben. Ja, Treffer. Nein. Oh, verdammt. Ich hab den Laufit, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich Nein, hast du nicht. Ey. Ich hab einen Elfen. Wer schießt? Komm, wir nehmen etwas Haltbareres. Wer schießt da auf mich? Aua, geh weg, aua! Beim Punkt steht jetzt ein. T72. Nur ein T72, das hat gut einen Fiat 500 hinstellen können. Vor allem, seht ihr, da hat jemand. Finn hat aua geschrien. Echte NATO-Munition verletzt Wanzer, also solche Mechs, also bitte, das dürfte ja Beweis genug sein, was die überlegene Waffe ist. Hör auf mich zu schießen! Da liegt so ein kleiner Stein, so ein kleiner Stein. Echte NATO-Munition, sage ich nur. Real fucking NATO. Oh, wieso? Aber, scheiß auf real fucking NATO, jetzt kommt real fucking Russian. Hör auf, dich zu bewegen! Ich hab keinen Teleportpunkt hier. Ja, die Flagge. Da ist die Flagge. Ja, Teleport zu 2 Fragezeichen. Hast wahrscheinlich den Teleport gesetzt, als ich noch nicht drin war. Kann sein. Allahu Akbar! Hör auf, mich umzufahren! Aua! 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 Fährt er mich einfach um, ey, ich raste aus! Sowjetische Feuerkraft! Ich habe irgendwie zweimal auf dich geschossen. Sierra habe ich, ja. Habe ich dich nie getroffen? Ich habe zweimal auf dich gefeuert. Nö, ich dich aber auch nicht. Ich habe auch mindestens zweimal, dreimal auf dich geballert, habe ich auch nicht getroffen. Rauchgenerator läuft! So, nochmal die Spielregeln für Eckhart. Beim Punkt. Moment, ich habe Telefon. Okay. Und ich habe den Panzer, also. Win. Du bist noch nicht weg. Aber bald. Ich muss nur zu meinem Spawn, der ist nicht so weit, also. Da steht jemand. Was machst du? Wo ist der Scheißpanzer? Wo ist der Scheißpanzer? Oh, scheiße, ich kann fliegen! Ah! Dann kannst du mich ja leichter finden! Oh, oh, oh. Ja, und bin im Wasser gelandet! Oh, scheiße! Crank weiß, was auch schlecht überlegt Wieder ist. Da. Ich weiß nicht mehr, wo mein Spawn ist, sprich, ich kann nicht dazu zurückkehren, also... Du bist fuck. Schon da. Eben, ich hab gewonnen, yay. Okay, Panzer-Rule, also. Was lernen wir heute? Ein russischer T-72 ist sogar einem futuristischen Mech völlig überlegen. Okay, in dem Fall bitte ich jetzt alle wieder auszusteigen. Dann können wir das Ganze gleich nochmal neu anfangen, weil Eckhart ist ja neu dabei. Ich sag nur eins, ich habe jetzt ein schönes Bild gemacht von meinem FHL und diesem schönen T-72. Aua. Die waren Mech-Killer, also... Kinder, was holen wir, wenn die Mechs angreifen? Alte sowjetische Panzer und belgische Sturmgewehre. Belgische Sturmgewehre. Hauptsache belgische Sturmgewehre. So, wo ist Finn? Kann sich Finn nicht teleporten, oder? Ja, ich würde auch gerne wieder durchgeportet werden, weil ich finde meinen... ich hab's gefunden. Also, dann bitte alle mal zu ihren Spawnpunkten wieder zurückkehren. Das dauert eine Weile. Und ich habe den Panzer, der gehört mir. Ich fahre den Panzer zurück. Da geht's schneller. Wie ist alle auf dem Panzer? Wenn ich den Panzer selber steuern könnte, würde ich den Panzer nehmen, nur dass ihr es wisst. Der geht alleine sehr schlecht, also. Also gut, meine Damen und Herren. Moment, ich bin auf dem Weg zurück. Kurz noch zur Info für Eckhart. Also in der Mitte von der Map, da von dem Sumpf, an dem grünen Punkt, da steht ein... Was nehme ich denn diesmal BMP. Schönes? Was für ein grüner Punkt?
Hast du keinen grünen Punkt auf dem Kopf? Naja, ist nachgejoint. Nein. Hat er nicht. Ah ja. Okay, warte mal, dann hier ist ein neuer grüner Punkt. Okay, mein Panzer hängt fest, aber ich hab ihn. Ey, das ist ein Panzer, einfach nicht locker. Es ist mein Panzer. So. Da meint ihr endlich wie Panzerfan, also bitte. Und zwar steht jetzt beim grünen Punkt ein Leopard 2. A6. A6M. Oh. Ich will. Den gilt es zu klauen und zu seinem Spawnpunkt zurückzukriegen. Wie schon gesagt, mein Panzer, okay, auch wenn er in einem Baum festhängt. Da zur Verfügung habt ihr die Mechs. Und wo ist Finn jetzt eigentlich? Das weiß niemand. Das weiß nicht mal Finn. Ja, irgendwie finde ich nämlich Finn nicht auf der Map. Der hat sich weggeportet. Ein ganz böser. Ich glaube, der steckt irgendwo im Zoom fest. Sag mir einfach, dass wir beginnen dürfen. Jetzt ist er da. Hallo, Fan. Okay, und jetzt seid ihr alle bereit? Dann auf los geht's. Ich hab nicht alle Mechs, ich hab nur zwei Mechs. Okay, wartet mal kurz, wartet noch kurz. Hey Leute, in den Baum reinlaufen ist übrigens eine ziemlich effiziente Bremsmethode. Einfach die Methode, wolltest du sagen. Die Rückwärtstaste drücken, damit der Mech sich nur noch im Kreis dreht, ist auch eine gute Sache. Oder einfach einen Panzer nehmen und den Mech umfahren, der einen beschießt, ist auch so einfach. Ja, genau. Der Mech läuft von alleine weiter, ich kann nichts mehr dagegen tun. So, dann haben alle wieder alle Mechs, negativ, dann let's roll. Negativ, Hunter. Roll. Hunter hat nicht. Huch. Soll ich da zu Fuß rennen oder was? Den Mech nehmen. Nicht. Toll, den Mech, den ich mir ausgesucht habe, der steht jetzt in der Mitte von meinen ganzen Mechs. Hast du dir das Addon runtergeladen? Hier, warte, ich geb's dir Eckhart. Darf hier bitte noch kurz runterladen. Eckbert. Schade, denn weiß er echt nicht, was dann passiert. Dann lass mal los. Mach die mal. Ja, jetzt auf Jagd. Oh mein Panzer. Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, 150 km/h gegen Baum und Stein und bam. Wieso seht ihr mich eigentlich immer sofort und könnt auf mich schießen? Du bist groß angeschwimmen, Panzerfan. Oh mein Gott. Okay, ich... Oh nein, ich bin im Wasser, das ist nicht gut. Okay, Mobility Kill, scheiß auf das Ding. Lol. Hab ich getroffen? Ja. Durch den Baum durch, ich hab den noch nicht mal gesehen. Ich hab nur deinen Feuerstrahl gesehen. Ey, das ist nicht Wallhack. Ja, voll durch den Baum durch. Ach, Eckart. Also die ganze Geburtstagsparty. Leute, hat den Panzer. Leute, Panzer zu nehmen und mich dabei zu haben, ist eigentlich einfach, wer gewinnt. Der Panzer will zu mir kommen, also... ich meine schon wegen dem Namen allein, also bitte. Hast du den Panzer oder was? Nö, aber Ich bin gerade beim Panzer. Falsch. Negativ. Kannst du nicht sein, weil ich bin im Panzer und bin damit am Wegfahren, also... Ist hey, schwer. Scheiße. Was ist denn der zweite Panzer? Ah, da ist er! Hallo Panzer. Ah verdammt, der T-72 hätte Rauch, einen Rauchgenerator gehabt. Komm schon, lad nach, du Scheiße. Ah, fuck. Kette geworfen. Wer hat mich getroffen, ihr Idioten? Diese Beamgun, die ist so geil. Ja, damit habe ich jetzt gerade den Panzer ausgeschaltet fast, glaube ich, oder? Ja, du hast mich zumindest ausgeschaltet. Ja, Panzer win.
Also. Aber ich hätte wäre weggekommen, wenn ich nicht hängen geblieben wäre. Neuer Panzer steht im Sumpf bereit. Ich weiß, wo mein Gegner ist. Mein Gegner ist nämlich links von meinem Spawn. Quatsch. Seine Lüge. Aber wer hat diese lächerlichen Tarnungen für diese Walker entwickelt? Ich meine, die sind nicht getarnt, die sind blöd angemalt. Oh mein Gott, ich will doch rückwärts laufen und mich nicht drehen, wie eine Ballon. Das Problem habe ich auch die ganze Zeit. Na, wer ist am Panzer? Ja. Und ich habe einen Mechel geworfen. Oh mein Gott. Okay, lässt du mich wohl in Ruhe? Stimmt. Ah, ich drehe mich im Kreis. Hilfe. Ja. Aua. Lass mich in Ruhe. Hast du dich getroffen? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß nicht, da bist du. Lad nach, scheiß Beamgun. Schneller. Nein! Ja! Scheiße Beamgun, ey. Ich brauch so eben schnell. So viel Spaß bei Kette Arma. Geworfen! Nein! Direkt im Start! Ich komm nicht mehr weg hier! Leute, wir müssen dringend da mal Rainbow Six spielen, also. Wenn das so viel Spaß macht wie das hier und da funktioniert die Steuerung, dann kann es ja nur witzig werden. Bereit, alle Bedrohungen, die auf diesen Leopard einwirken, zu bekämpfen. Kommt der Leopard? Komm her! Na gut, komm her! Dann neues Ziel, mach den Leopard kaputt, in dem Finn drin sitzt. Leopard, bereit! Wo ist er? Bitte mal Zeus Blitz drauf. Ja, bitte. Ach, ich reconnecte gerade mal. Nein. Nebelmittel eingesetzt, Nebelwand erzeugt. Wo ist Nebelwand? Bitte, Finn! Der deutsche Panzer kann dich gegen diese japanischen billigen Imitate gewinnen. Das ist unter seiner Würde. Denn deutscher Stahl muss immer gewinnen. Komm, machen wir mal wieder schön Wetter. Ah, scheiße. Sehe ich ja sogar was. Ich mag irgendwie die Stimmung hier, Crank. Ja, ich hab ihn gekillt. Ich hab die Explosion noch gesehen. Ich stand neben dir. Was, du standst neben mir? Ja. Bei mir pfeifst du noch. So, allerdings... Na gut, einmal noch. Neues Einsatzziel ist gespawnt. Diesmal ein SPZ Puma. Ach du Scheiße. Oh, der ist flott unterwegs. Herrgott, wenn einer schwanger ist, dann sind wir gerettet. Warum? Ist einer von euch schwanger oder ist er für ausgerüstet? Jo. Das ist der Puma bekannt. Das schwangere Schutzfahrzeug Puma. Der neue Krankenwagen. Nur für Schwangere. Wer schießt auf mich und wo ist der Puma? Bei mir ist der Puma. Nein, ich wäre da, wo der Puma spawnt, der ist nicht hier. Was soll die Scheiße? Ich bin drin und fahr weg. Nein, daneben! Nein. Scheiße! Ja, Treffer! Nein, Mayday, Mayday, nein, Mayday, nein, Mayday, nein, Mayday, nein, nein! Wo geht's hier raus aus dem Scheiß Sumpf? Ich will hier raus! Hier liegt ein toter Russe! Fuck, überall Explosionen! Ich will hier raus! Nein. Krieg! Nein! Es ist Krieg, die Russen sind wieder komm, da! Eckhart! Komm, ich schaff's nach Hause, ich schaff's nach Hause! Eckhart, die Russen sind wieder da! Wie gut, dass ich weiß, dass du rechts von meinem Spawn bist! Die russischen Roboter sind wieder da, Eckhart! Geh schnell mal im Keller nachgucken, ob sie auch da sind! Ich glaube, ich bin der Erste, der im Basis ankommt! Ich bin der Erste in meinem Basis! Was? Ich habe schon einen Panzer doch, an meine Basis gebracht. Guck mal, ich habe meinen Basis einen Panzer, yeah. Ich auch. Willkommen im Club. Aber der ist nur so cool. Hey Zeus, ich habe gewonnen. Hunter hat gewonnen. Aber erst darf ich ihn jetzt trotzdem zerstören? Die erste Runde habe ich gewonnen. Also, dann bitte mal alle wieder zurück in ihre Basis, jetzt kriegen sie wieder neue Panzer. Kannst du mich warten? Ich bin hier ein bisschen in der Scheiße. Nein, ich schieß nicht. Keine Sorge. Ey, hallo, was war für mich zu schießen?
Crane. Ey, wer schießt da hinter mir? Das wäre nett. Fick dich. Fick dich. Das war noch nicht mal ich. Aua! Hallo, meine Basis wird, bombardiert, den Jägen ausschalten. Danke. Okay. Moment. Bevor ich jetzt anfange, muss ich da meine wunderschöne Trophäe, der T-72, aua! Den klingt schon wieder das Telefon. Das war sagst du. Flöder Wichser. Du bist ein gefragter Mann. So, meine Herren, es tut mir allerdings leid. Ich muss mir hier an dieser Stelle ausklinken. Crank, vielen, vielen Dank für das Geburtstagsevent. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Restabend und auch noch weiterhin viel Spaß. Ja, Dito. Ja, danke. Genießt unser einjähriges Jubiläum. Woohoo! Auf die nächsten 40.000. In dem Fall. Bis dann. Tschüss. Yes. Tschüss. So, mir reicht's jetzt. Hörst du auf, da hinten rumzuschießen? Leute, ich suche euch jetzt aus der Entfernung mit meinem russischen Kampfpanzer und versuche euch abzuschießen. Wenn ich euch sehe. Versuch mal. Was nützt mir jetzt das dreckdeutsche Fahrzeug da? Ja, wie, alle suchen jetzt Panzer oder was? Nö, wir warten jetzt mal kurz bis Eckhart da ist und dann. Ja, zum Teufel stehen jetzt bei mir Panzer. World of Reasons. Sammeln sind T90, nimm T90. Aber ich habe jetzt zwei Panzer bei mir stehen, ich habe doch. Ganz ruhig, Panzerfan. Nö, ich bin jetzt so verwirrt. Oh, ich hab einen T90, cool. Schützesitz. Ein 5 vor 45 wird zurückgeschossen. Oh, ich hab Thermalsicht, Leute. Ihr wisst, was das heißt. Oh yeah. Ich glaube, ihr wisst es. Boom! Volltreffer. Aua! Blöder Arsch. Blöder Wichser. Seht ihr, russische Technik größer als japanische Technik? Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe auch keine Mechs hier, also ihr könnt mir nicht mal vorwerfen, ich würde falsch spielen. Sicher. Nö. Aber ich behalte den Panzer trotzdem mal hier, weil meine Flugabwehr hat dagegen nicht. Yay, ich habe immer noch meinen Panzer hier. Yay! Ich freue mich. So. Seht ihr, ich habe jetzt schon wieder bewiesen, ein moderner Kampfpanzer ist besser als irgendein Mech. Aber jetzt echt, Finn hat recht, ich meine, das sind wirklich verdammt kleine Gelenke für diese. Wäre das technisch überhaupt möglich? Die Masse auch. Ja, irgendwie geht's schon. Hat sie für zu ihm geguckt? Da haben wir's. Ich meine, das Ding war ja cool, da wie hieß er schon wieder, dieser Monster-Roboter-Verprügelfilm, Pacific Rim. Hab ich doch gerade gesagt. Der war cool, ja. Ja. Was aber nicht heißt, dass riesige Kampfroboter eine gute Idee sind. Nein, wir bauen eine Betonwand und hoffen, die kommen nicht durch. Hast du jetzt gerade probiert, auf mich zu schießen? Nö. Das war ich nicht. Hier der Bra.
Hat nicht eine getroffen? Oh mein Gott! Nö. Ein Blist. Wobei, sie wurden auch alle manuell abgefeuert. Ich habe keine Zielerfassung gehabt. Na gut, dann gibt's jetzt aber was auf die Nüffe. Ja komm, zeig dich. Kommt jetzt die göttliche Rache? Mikrofon muted. Mammo, hi. Mikrofon activated. Oh oh. Was kommt jetzt? Ich höre schon wieder irgendwas. Nazi-Luftschlag wahrscheinlich. Ja, irgendwie sowas. Ja, ist eine sind mehrere A10. Ja, leckt auch gerade schon wieder ganz schön. So, Crank, was ist das Ziel heute zu klauen? Warten, bis Eckart wieder da ist. Da ist aber nichts zu klauen. Jemand schießt auf mich, wer ist es? Wagt es? Wer wagt es? Vorhin war es der russische T90 und der hat es sehr gut fertig gebracht. Es ist irgendwie creepy hier überall. Diese eingefrorenen, schwarzen Robotergestalten, die hier zerstört in diesem Sumpf herumstehen. Ich meine, wenn jetzt noch Nacht wäre und Nebel, ey, das wäre verdammt creepy. Ja, das stimmt eigentlich. Läufst du durch den Busch durch, aber da steht da so ein riesen Roboter. Vor allem schwarz eingefroren in der Pose seines Todes. Etwa so, Crank, genau, merci. Hä? Was ist los? Ah ja. Ein Tag später, ich weiß es genau. Ach du Scheiße. Danke, Crank, jetzt ist es sehr schön creepy und spoopy. Und jetzt bitte nur mit Nachtsicht. Nicht mit Wärmebild. Du spooky for me. Ja, mit Nachtsicht sieht man ehrlich gesagt auch nicht mehr. Nein, so ist scheiße. Oh nein, ich hasse das. Das ist so kacke. Was? Dieses Nachtsicht, Nebel. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Notfallsystem wird aktiviert. Tev? Oder... Nö, ich bin... Fall um! Der hier Flash in die Hintern abschießt. Was bin ich? Boah, das ist echt geil. Das sah cool aus. Das ist so geil. Das ist echt geil, wie du auf mich schießt. Nein, es ist geil. Also ich meine, es ist einfach geil, weil es geil ist. Oh, fuck. Fall gefälligst um! Fall um! Fick dich! Und tschüss! Ich fliege. Ey, warte. Okay, nein, ich kann dich auf März jagen, also jag ich aus. Explosivgeschoss nachladen. Fall gefälligst um! Nahkampf! Ach, Herrgott, ich bin außer Gefecht und. Weg mit dir! Ja, stirbst du jetzt endlich mal, das gibt's doch nicht! Das ist der geilste Panzer. Oh, nicht mich schubsen! Aua! Nein. Ich liege in der Luft. Nein, ich lebe noch. Scheiße, stirbst du mal? Stirbst du endlich mal? Was ist mit dir alles rot? Gar nix. Keine Munition mehr. So, bei mir ist gar nichts rot. Alles grün. Ich hab keine Munition mehr gehabt. Aber das war nice. Ich hol mir einen neuen. Leute. Ja. Ich habe jetzt einfach so mal einen T80 gefunden. Und ich nehme den jetzt, weil den will ja sonst niemand, oder? Wir haben gerade Nahkampf-Action. Oh! Da kommt auf einmal dieser blöde Außenposten hier irgendwo her, das geht doch nicht. Ich sehe zu wenig ohne Kommandantenleitung.
Das ist der einzige Vorteil dieser blöden Mechs. Sie können von einer Person gesteuert werden. Es gibt beim Panzer noch nicht. Noch nicht. Ja eben, noch nicht. Oder mit seinem Panzerchen. Alter, wo bist du? Wo bist du, wo wir vorhin Nahkampf gemacht haben? Wo ja, bist du denn? Weg! Such dich! Verstecken tue ich mich. Ich will dich suchen. Bist du? Komm zurück. Ich höre einen Panzer. Da war grad was. Ja, was Gesichter. Nebel ausgelöst! Komm zurück! Unterluke! Hier schießt einer auf mich! Da ist einer. Schützenposition! Ey, Baby, guck mal nach rechts. Aua! Rechts! Oh, Russia Strong! Ah, geil, ey. Blöd ist nur, bei Dunkelheit erkenne ich nicht wirklich, welcher Mech welcher ist. Ich weiß nur, wo du weißt, welcher deiner ist, das ist doch gut genug, oder? Naja, schön wäre es noch zu erkennen, welche Waffe er hat. Ist doch egal. Ich habe keine Engine, scheiße. Muss ich ins Wasser gehen? Scheiße. Wow. Stein, fick dich. Wasser. Boah, dieser T-80 schafft auf unebenem Gelände etwa 60. Okay, muss respawnen. Das ist brutal. Ding hat auch eine fucking Gasturbine hinten drin. Ja, aber Gasturbine heißt auch ziemlich unzuverlässig und so, sauft viel Sprit. Hat aber viel Drehmoment. Wo bist du mit deinem scheiß Panzer? Das weiß ich selbst. Außerhalb eurer Reichweite. Und jetzt mach ich noch Nebel. Und ja, ich weiß wirklich nicht, wo ich bin, also. So, wollen wir noch mehr Nahkampf? Ja, komm, machen wir erstmal wieder Tag, weil das. Ja, das ist echt scheiße. Nö, nicht jetzt. Nein, fuck. Frank, nein. Aber warum denn gleich zwei Tage? Nein, ich hätte den Vorteil gehabt. Au, ouch, ich bin geblendet. Und jetzt erstmal aufräumen. Ich find den scheiß Panzer noch. Ich such dich. Wenn du den Panzer findest, habe ich den Panzer auch gefunden. Wasser nicht ins Wasser. Der Panzer hat überhaupt nicht gefunden. Nein! Habe ich wenigstens getroffen? Ja, Motorschaden. Ja, nice. Aber ich bin zerstört. Kann sich aber noch wehren, also. Scheiße. Ich sag's ja, der Panzer ist überlegen. Ja, es ist in der Tat so, Alter. Erschreckend. Jetzt echt, wenn ich eine echte Crew hätte und vielleicht nicht gerade so... Okay, sagen wir auch zur Fairness halber, einen russischen Panzer, ich würde euch so platt machen. Ich möchte nur... Ja, sagen wir so, ein Mann mehr, der noch fährt, und dann hätte ich schon einen Vorteil mit zwei Mann, also Fahrer und Schütze. Ich würde das Schlachtfeld dominieren. Gut, man muss auch sagen... Okay, tun wir das mal unter die Probe stellen. Okay, ich will aber eine kompetente Crew, keine KI. Okay, gut, du kriegst eine kompetente Crew. Ich bin mal kurz weg. Also ich bin nicht für heute ganz weg. Frank? Ich muss noch ein paar Sachen machen. Ausgleich ihn. Frank, dann wollen wir aber einen richtigen Panzer. Tschüss, Jungs, also, natürlich. Vielen Dank. Also, irgendein cool. Abrams oder sowas. Also, richtige Optik. Ciao. Okay, ja, dann ist nur noch ich und Panzerfan und Atlantis da. Atlantis hat die Max, die ganzen, und ich und Panzerfan haben Panzer. Gibt es einen M1A1 Abrams? Ich brauche jetzt erstmal eine richtige Ausrüstung. Ah, okay. Verständlich. Also ich bin für amerikanische Panzer. Weil der Panzer muss sich mit Steuerung kämpfen, das ist natürlich ein Vorteil.
Oder wir nehmen den, der geht auch, ja. Das ist ein amerikanischer Panzertuchung. Ja, aber nicht der M1A1. Das ist ein M1A2. Ja, Task, eben. Also. Wir sind dann mal im Sumpf. Ja. Kommt mal ruhig. Oh, die Turbine ist laut, Rank. Ah, jetzt geht's. Ach, kann der mal einfach stehen bleiben? Kann ich hier mal eine Handbremse einbauen? Verdammte Rank Scheiße. Nach Norden ausrichten. Nach rechts. Links. Genau. Kann hier mal eine Handbremse einbauen. Direkt da rein. Und sprengen diese Japanoschlampe. Jawohl, Herr Kommandant! Verstanden, sehr gut. Obergefreite Crank, Vollgas. Wir wollen schnell die Tänen gehen und aufräumen. Wobei, nein, wir gehen nicht weit in den Sumpf rein, dann haben wir auch den Nachteil, dass wir im Nahkampf sind. Wir umkreien, ai. So, sind denn unsere lieben Freunde? Sind zu unserer Rechten? Zu unserer Linken meine ich, Entschuldigung. Komm mal kurz, ich bin gerade irgendwie rausgetappt. Du. Oh, ach Scheiße. So, jetzt. Okay, jetzt sind sie etwa frontal vor uns irgendwo. Hat nichts auf dem Thermal. Dort vor uns, Kontakt. Nein, ist der stört. Ui. Ui, aber jetzt haben sie uns ausgeboten. Aussteigen! Raus! Wir brauchen Luftunterstützung! Scheiße! Ich bin tot. Wir brauchen einen Russenpanzer, der hält glaub mehr aus. Sind die von RHS gewesen? Ja, das ist auch von RHS gewesen. Der Russenpanzer hat wenigstens auch ein paar Treffer rausgehalten. Ja, vielleicht ist einfach der M1 kacke. Der müsste theoretisch überleben. Oh shit! Kuckuck! Oh shit! Kawasaki! Kawasaki! Ich find's schön, in der Stärke. Während ich gestorben bin, habe ich immer noch mein Gewehr nachgeladen. Das war pflichtbewusst. Ich lag so am Boden. Klack, klack, klack. Das sah so richtig doof aus. Ja, weißt du, ich bin schon über dich drüber gelaufen. Oh, toll. Also gut, Panzerfan, komm, wir verstecken uns. Ich muss gerade mal... Ich muss mal einen anderen Mech holen. Ich bin leer. Luftüberlegenheit, kannst du Heli fliegen? Nein. Verdammt, hätten wir einen Patch nehmen können. Nehmen wir wieder einen Panzer, komm. Ja, aber nehmen wir zuerst wieder dafür. Sehr schön, jetzt nur noch. War ein bisschen scheisse aus, ne? Warte mal kurz. Ah, Motherland! Nein, warte jetzt einmal schnell. Was machst du? Psst. Wo habt ihr meine ganzen Mechs hingelöscht? Hilfe! Ich brauch Nachschub! Oh. Warte mal kurz, ich gebe dir gleich welche, ich hab vorhin ein bisschen aufgeräumt. Ja, merke ich. Hier ist nichts mehr. Boah. Tschüss mehr, ich lauf mal alleine. Ich bin mal ganz kurz auf dem Klo. Panzer ist dicker. Boah, ist das, was ich glaube, was es ist? Ja. Wie hast du das gemacht? Ace Interaktionsmenü? Nein, das ist Mausrad-Menü. Oh mein Gott, da geht wirklich. Ein Schnorchel, wie geil ist das denn? Der Hand vor der Red T72.
Sag mal, kannst du jetzt eigentlich die Lücken aufmachen? Das ist eine gute Frage. Ja, aber das liegt daran, weil wir noch erst etwa wandertief im Wasser sind und noch nicht so richtig. Bleib mal draußen, weil du musst... Ja, super. Doch. Weil jetzt ist nämlich das Wasser in meinen Panzer geflossen und jetzt ist meine Engine kaputt. Ja, gesehen ich. Geil. Vor allem, weißt du, wir sind erst in der Wanne im Wasser, also wir sind am Warten eigentlich und direkt am Schnorcheln. Also. What the fuck? Ja, weißt du, wenn du die Lücken aufmachst, dann fließt das ganze Wasser jetzt im Panzer rein. Ja, weißt du, weil die zwei Tröpfchen von der Welle, weil die gehen durch den Motor rein, weil... Ich steige mal nicht... aus, dann sag schon mal, wie tief dass du überhaupt im Wasser drin gewesen bist. Okay, doch, der Turm war unter Wasser, also... Blödsinn, es wäre... Er wäre geflutet worden, okay, also... Also für die, die es jetzt nicht gehört haben, ich habe einen 72 mit Schnorchelapparat ausgerüstet. Das ist ein T80. Dann halt ein T8 früher, sieht aus wie ein T72. Und ich schwimme jetzt an Land. Wie war eure Mission heute, Kollegos? Chaotisch. Der Kampf ging vor allem gegen die Steuerung von diesen Mechs. Und ich bin gestorben, danke Crank. Warum? Warum fliegt Crank? Es gibt Dinge, die man... Komm, ich starten wir mal die Mission neu, weil irgendwie packt die gerade mit Zeug aus. Aber ich glaube, wir haben bewiesen, der Panzer ist überlegen. Mit dem richtigen Feindmaterial, ja, mit der Laserkanone, nein. Auch dann? Ich meine, ich habe es bewiesen, indem ich selber etwa zwei solche Mechs ausgeschaltet habe, ohne selber zerstört zu werden. Also beim einen war es zwar knapp, weil ich habe den Motor verloren, aber trotzdem, wenn ich anders ausgerichtet gewesen wäre, hätte die Frontpanzerung den Treffer geschluckt. Ja, die Laserkanone ist, glaube ich, gegen alles effektiv. Gegen Infanterie einzeln nicht unbedingt. Ja, gegen Infanterie nicht. Die hat nicht die Feuerrate dazu. Gegen Infanterie nicht, aber gegen Fahrzeuge. Ja, wenn du triffst. Wenn du triffst. Ansonsten mit hat das Ding Steuerung, einfach ewig Nachladezeit. Mit der Steuerung, also bitte. Atlantis, was für einen Internetprovider hast du? Telekom. Okay. Jemand irgendwas bekannt von Unity Media, dass die momentan irgendwelche Probleme wieder haben? Nicht wirklich, also nichts gehört. Okay. Aber weiß man bei Unity Media nie so genau. Die können immer Probleme haben. Ich habe eigentlich im Jahr vielleicht ein bis zweimal Probleme. Und jetzt gehen sie hin, weil ich zwischendurch auch so ein bisschen hier Elder Scrolls spiele. Ganz viele Unity Media Kunden haben einen Ping von teilweise 200 bis 11.000. Ja, läuft doch. Mhm. Kannst du doch super spielen mit. Ja, so super. So richtig schön flüssig. Nee, du kamst ja hier aus der Ecke, deswegen habe ich gedacht, du bist da auch von betroffen, oder du bist der Telekom. Nee, wir haben leider kein Kabel hier. So, ich und Panzer gehen jetzt Panzer fahren. Ja, mach das. Ich habe Lust bekommen, um Panzer zu fahren. Kack auf die Max, ich habe jetzt möchte Panzer. Komm Panzer, wir fahren Panzer. Warum steht da eigentlich so ein verkackter Stein mitten in der Basis hier? Ja, da kann man reingehen. Wie? Kannst du reingehen, kannst du rausgucken. Was? Nee, rausgucken kannst du nicht, aber du kannst reingehen. Ja, es hat eine verdammte Bunkeranlage drin, das ist so irgendwie, keine Ahnung, Gotthard-Festung oder sowas. Das Ganze habt ihr eh verpasst bei mir in der Firma. Irgendeine Deko-Firma wurde beauftragt, so eine winterliche Herbst- oder so eine Herbstdeko in der Empfangshalle aufzubauen. Ja, und da lagen da zwei Strohballen und mehr nicht. Super. Und jeder Zweite hat gesagt, warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist geil. Mann vom Empfang da, der unten, der Herr Hase, so heißt der, der hatte schon gar keinen Bock mehr. Warum liegt hier Stroh? Warum trägst du eine Brille? Warum hast du eine Maske auf? Nein, Brille ist lustiger. Ah ja. Ah, wirklich, okay. Da liegen nur zwei so dämliche Strohballen, wenn ich. Okay. Das soll die voll winterliche, herbstliche Deko sein. Ja. Boah, für das beauftragt man ein Unternehmen, das muss ja auch voll.
Die waren anscheinend noch nicht fertig. Der Bunker ist auf jeden Fall sehr informativ, ja, doch. Sag mal, kann die Dinge zeigen, die ich mittlerweile schwimmen? Der BMP, okay, ich warte hier draußen und schaue. Was macht ihr, wo seid ihr? Am Strand. Warum seid ihr am Strand? Weil wir können. Ach so. Wir gehen jetzt Badetour machen. Okay, der BMP muss schwimmen können, also Luke mit Luke offen. Moment, ich bin auf der falschen Luke, ich will den Premium-Sitz. Kommandantensitz. Ja, ich glaube, er schwimmt. Das war ein Stein. Ja, dann halt. Spaltwarte ist zwar nicht vorne, aber. Nee, der schwimmt. Super. Das funktioniert okay. Super. Versuchen wir doch mal den Schnorchel D80. Diesmal mit geschlossenen Luken, dann schauen wir mal. Wir haben ja jetzt Third Person. Oh, ja, schön. Oh ja, nice. Aber ich port uns mal an den Strand. Ach, das geht schnell. Wir sind gleich da. Das dauert vielleicht. Ja, danke, ich mache. Weißt du, ich wäre gerade. Und Crank macht noch Schwimmbewegungen. Es ist Jesus. Er wird von Außerirdischen entführt. Crank, wir retten dich. Ich glaube, ich habe die Aliens erwischt. Wir gucken mal, ob das hier spielt. Erstmal Stöpsel Ohr reinmachen. Was? Ja. Warning? Recommended, bla bla bla, halt's Maul. Ja. Ja, versucht mal zu schwimmen, ich sitze hier. Ich nehme den Premium-Platz wieder. Und gib Gas, Crank. Crank it up. Ich glaube, der kann schwimmen. Dachluke. Sie sind in so einer. Ja, der schwimmt. Ich bin ein bisschen. Ach, ich bin ein bisschen fett, hat eine leichte Schrecklage. Ja, ein kleines. Dichtluken schließen. Sieht aber übrigens sehr gut aus. Durch die Dachluke kann ich unten wieder rausgucken. Ich mag diesen Panzer irgendwie, der sieht von innen. Diesen SPZ irgendwie, der sieht von innen irgendwie extrem schick aus. Das ist so, der ist von innen extrem detailliert sogar. Da sieht man sogar, wie beschissen die Luken, die Ausstiegsluken sind. Da weiß man auch, warum die Russen am liebsten oben drauf sitzen, weil... Da steht Manfred. Was? Guck mal auf die Luken, wo die wo oben über uns sind. Ja. Da steht Manfred. Manfred, ja. Ich weiß ja nicht, was ihr da macht. Das hört sich sehr suspekt an. Das ist sehr witzig. Wir sagen, auf den Luken über uns steht Manfred drauf, verspiegelt. Also bei mir zumindest ist es verspiegelt, frankly. So, Panzerfan, du kennst dich so auch mit Panzern aus. Erklär mir mal das Ding. Inwiefern? Ja, keine Ahnung. Was ist was? Da hat es ein Drehzahlmessgerät, da hat es ein Tacho, da hat es irgendeine Uhr, da hat es wohl Spritanzeige, Temperatur und ein paar Schalterlein für Licht und so weiter. Böse, ist alles kyrillisch angeschrieben, kann ich auch nicht. Was ist der Kasten neben dir? Was ist das da hinten? Was ist das hier? Das da drüben, nehme ich mal an, ist ein Funkgerät. Hier vorne hat es vielleicht noch Lichtkontrollen oder so, Stromkasten. Also wie die Batterien. Hier oben haben wir mein Periskop. Hier haben wir die beiden Klappen für die Sichtschilde. Und dann haben wir bestimmt irgendwo noch eine Reifendruckanlage. So liegt hier rum. Diesem braunen Edwi hier drüben sind vielleicht Anleitungen oder sowas, Reglemente für das Fahrzeug und so ein Mist, also. Aber da bin ich natürlich auch am Ende meines Lateins, weil, ja. Komm, wir gucken mal, ob Panzers Lieblingspanzer schwimmen kann. Ja. Oder schauen wir mal diesen T80, den müssen wir nochmal versuchen. Ah, das hier ist die Luke auf der Seite, die offen ist. Jo. Und hier soll man ein- und aussteigen? What the fuck? Kann ich da auch oben drauf sitzen? Ach, schade. Ich wollte doch so gerne oben drauf sitzen. Frank, ich glaube nicht, dass ein M113 überhaupt amphibisch... Ah doch, die sind amphibisch, aber ich weiß nicht, ob der hier amphibisch ist. Gucken wir mal. Was ist hier Eingang? Ey, wartet auf mich!
Jaaa! Schweine... Aber der schwimmt. Ihr Schweinepriester, ich hol euch ein. Red, dass ich kontrolliere. Ich probiere den gerade irgendwie neben diesem Stein vorbei zu schleusen. Ja, er schwimmt. Panzerfan, ich drücke die ganze Zeit W. Ah, dann schwimmt er nicht so gut, okay. Holen wir den T-80. Ja. Und Schnorchel. Und... ja. Das Sprichwort going to the beach with friends hat gerade eine ganz neue Bedeutung. Ja. Beach Party. Beach Party. Überlebender Colonel Crank. Wow. Oh, der Wendekreis im Wasser. Gibt's ja gar nicht. T80. Was funktioniert das auch mit dem hier? Ja, wenn das hat schon, aber Musst als Fahrer einsteigen. Okay, Moment. Warte mal. Wo kannst du? Du mal, ich bin eben Kommandantsitz. Schnorchel installieren. Der deutsche Schnorchel am deutschen Kampfpanzer. Ein Witz, die Deutschen hatten im Fall Pläne im Zweiten Weltkrieg, um England zu erobern, Schnorchel an ihren Panzern zu montieren, also nein, Tauchanlagen, und dann hätten sie unter dem Ärmelkanal durchgetaucht und wären dann, naja, ich könnte es euch denken. Ich glaube nicht, dass sie den Ärmelkanal durchgetaucht werden. So viel Minen, wie es da heute immer noch gibt. Ja, nein, mit den Panzern am Grund herum durchgefahren, das wäre schon gegangen. Ja, die werden nur explodiert. Ich glaube, ihr habt meine Animation abgebrochen für den Schnorchel. Ich muss nochmal... Nö, er ist angebracht. Ja, dann... Dann mach mal Luken dicht. Na gut, ich bleib draußen. Crank, deine Kommandantenkuppel ist noch offen. Naja, jetzt ist sie geschlossen. Schnorchel ist angeblich montiert, ja, also. Ja, dann fahr mal rein ins Wasser. Guck mal, ob das funktioniert. Ich bezweifle vor es noch. Vor dem Motherland. Blub, blub, blub. Aber wir... Schön, wie wir auf dem Grund fahren. Aber der Motor hat erstaunlich lange funktioniert. Ich bin begeistert. Ja, ich glaube auch nicht, dass der zum Schwimmen gedacht ist, sondern einfach nur, um durch tieferes Wasser zu fahren. Craig, ich hab mal den wir vorhin hatten. Der hat funktioniert. Also der hat auf jeden Fall den Schnorchel hinten drauf. Nehmen wir den A diesmal. Ja, der hat's ja... Bei dem haben wir es gesehen. Ich darf machen. Nein, diesmal ist Atlantis dran. Atlantis, mach du jetzt mal die Drecksarbeit. Na gut. Da kannst du im Action-Menü das auswählen. Ja, ich weiß. Genau. Sehr schön. Ich schraube. Das habe ich erst kürzlich gelernt, dass das geht. Was es überhaupt gibt, ich meine... Kann man das eigentlich mit einem richtigen Panzer auch so schnell machen wie hier? Ich glaube, es dauert länger, aber das gibt's halt, ja. Ich denke nicht, dass es so schnell geht, es dauert wahrscheinlich ein bisschen länger, bis du das ganze Zeug vorgenommen hast. Dann gebaut, dann durch alles abdichten und so, das dauert wahrscheinlich schon so eine Zeit. Also dann einsteigen wir, gehen auf Tauchtour. Oh Mann, dann, ja. Tauchtiefe maximal 5 Meter. Geht das? Ja. Hey! Oh! Er lebt noch! Geil! Los! Super. Ab ins Wasser! Und übrigens, wir haben Third Person! Wer fährt überhaupt? Ich nicht! Achtung, Steine voraus! Steine voraus, Leute! Dann ins Wasser! Das Ding ist unsteuerbar, ey! 5 Meter maximal! Alter, ich drück W! Ich kann nicht fahren.
Eher ins tiefe Wasser, ja. Ja, nicht weiter, nicht weiter. Und oh, zu weit. Wir sind zu weit. 5 Meter habe ich doch gesagt. Mensch. Ja, ja, du musst theoretisch mit der Third Person ganz gut sehen. Solange die Schnorchel über Wasser sind, ist gut. Das ist eben halt zum Fluss über ihre gedacht, vielleicht gröberes halt. Komm, wir gehen mal richtig tauchen. Post uns ein SDW. Das ist hier für die Vehicle. Ja, wir gucken jetzt mal, ob's was Scheiß Möwe! Kannst du mal irgendwo. Ja genau, komm, wir gehen jetzt mal so ein Höhlensystem, wie wir es immer gehört haben, besuchen. Okay. Dürfen wir zuerst selber noch persönliche Tauchausrüstung nehmen aus der Kiste, das wäre vielleicht noch super. Nein, hallo? Wo sind wir überhaupt? Ah. Also wir müssen mit diesem blöden Mini-U-Boot tauchen. Nicht oh. Blöd. Doch. Erstmal brauchen wir hier Ausrüstung. Okay. So, jetzt kann sich bitte mal jeder ausrüsten. Ausrüsten. Ich brauche auch nur, man braucht auch nur Tauchergerät und Taucherbrille, sonst nichts. Und den Neoprenanzug. Nur den brauchen wir nicht. Ich glaube ich auch ohne. Nein, nimm den mit. Okay, für Stein halt. Aber meine FHL behalte ich. Auch meine MP5 behalten, also von dem her. Also, wo ist jetzt diese blöde Ruine, diese Höhle, dieses whatever? Erstmal brauchen wir ein SCV. Weil wir haben diese Leute hier nicht ohne Grund massakriert, oder? Übrigens, dieses Gewehr, das gibt es wirklich, ist nur kein Unterwassergewehr, sondern ein, naja, normales Gewehr halt. So, dann komm mal. SDW! SDV Seal Delivery Vehicle oder Swimmer Delivery Vehicle. Wie nennen wir das U-Boot? Nautilus. USS Schwimm und Schieß. Wer fährt? Ich. Oh. Weil ich weiß, wo das Zeug ist. Ich sitze hinten. Luken dicht, meine Herren! Jawohl! Oh. Aber das Periskop wird ausgefahren. Nein, eingefahren. Ausgefahren. Achtung, Stein! Ach. Okay, wir machen gleich die Luken doch auf. Also natürlich, wir tun es nicht. Oder vielleicht auch doch. Es ist von innen so hässlich, das Teil, ey. Abend. Abend. Es ist halt schwarz und grau. Ja, und hinten habe ich noch nicht mal ein Display. Ja, hä? Ich will einen Fernseher haben hier hinten, hallo. Ich schau mal die Kollisionslichter an. Boah, vorbildlich. Halt, wo? Ja, frage ich mich auch. Wo? Ich seh nix. Oh, lieber einen Scheinwerfer an. Nö, das geht nur bei Nacht. Ah, oh, sehr langweilig. Naja. Das Periskop sieht da nicht wirklich viel. Glaube ich in der Tiefe. Ja, minus 24 Meter, also hallo. Boden! Krrr. Aufgesetzt. Läuft. Bravo, Crank! Bravo! Grund erreicht! Tiefer gehen! Not yet, Kameraden, not yet! Bum, 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 bieb. Moment, wie war die Melodie von das Wort? Oder Jagd auf Roter Oktober. Ja, genau, wir sind Roter Oktober. Wir sind sein kleiner Bruder, grüner September.
wo tauchen wir eigentlich hin? Irgendwo hier unten sollte eine Höhle sein. Aha. Ah ja. Also oder sollte Udain und Crash gräbt sie, glaube ich, gerne selber. Mit er sucht die Höhle, Mann. Er sucht die Höhle. Hier links sind Steine. Das sieht komisch aus. Ich glaube, da ist es sogar. Hier ist eine Klippe, ja. Sieht sehr merkwürdig aus. Aber da ist nichts. Ist aber keine Höhle. Aber ich meine, da wo ein Stein ist und eine Klippe ist, da ist auch vielleicht irgendwas anderes. Ja. Ich frage mich, ob es wirklich so cool ist, so ein Ding zu steuern, ob das eher einfach nur scheiße ist, dass es einfach so scheiße dunkel ist. Ich glaube, hier, ist, hier oh, ist die Höhle. Oh, hier ist irgendwas. Ja, oh, hier ist, ja. Sieht aus wie eine Höhle. Aussteigen. Ihr wollt? Ja. Ich bleibe auf jeden Fall in meinem Boot. Gut, bitte. Da kommen wir einfach nicht so gut rein, also. Ja, das ist eine Höhle, Tatsache. Captain Crank, Sie haben recht gehabt. Mein Gewehr funktioniert leider unter Wasser nicht. Hier müsste man sich mal irgendwas drin basteln, irgendwie. So ein geheim... so ein Geheimversteck und irgendwie Leerpumpen. Nee, einfach irgendwie... Eine Unterwassermission unten ist irgendwie geheimes Zeug und man geht halt als SEAL-Team rein und dann erschießt man gegenseitig Leute. Aber nein, boah, also... hier ist ein krasser Eingang. Also hier kommt man auf jeden Fall mit Roter Oktober auch rein. Ja, ich glaube, es gab mal irgendwo ein Asset, also in der Alpha oder so, also vor E3-Präsentation, so von einem U-Boot. Es gab Screenshots davon. Ja, das gibt's eigentlich auch immer noch. Das Modell? Ja. Ja, das Ding hier irgendwie drin und dann gibt es irgendwie die Mission, das Ding muss gesprengt werden, irgend sowas. Und das wäre auf jeden Fall cool, ja. Geht man so als SEAL-Team rein und muss das machen, das sind noch feindliche Taucher und dann pau, 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 pau. Ja, wobei feindliche Taucher finde ich assi, weil das Unterwasserkämpfen ist für den Arsch. Ja, dann halt nur mit, irgendwie, keine Ahnung, oben Patrouillenboote und Minen oder so. Und dann musst du da irgendwie sneaky durchtauchen. Freaky? Frank, mach mal die Luken dicht. Frank, da, mach mal die Luken dicht. Warte jetzt mal, ich probiere gerade das U-Boot hier reinzukriegen. Bist ja drin, du bewegst dich auch nicht. Wow. Wow. Nein, das richtige wow. U-Boot. Mach mich nicht, wow. Mach mich nicht kaputt. Wow. Scheiße. Aua. Wow. Mein Kopf, mein Kopf. Wow. Wow. nicht da, wo das ich bin. Das ist beängstigend. Aua. Das ist wie der weiße Hai, dieses U-Boot. Ich verstecke mich hier oben zwischen den Steinen. Hier kannst du mich nicht erschlagen. Ach du Scheiße. Das war das U-Boot. Willst du es uns nicht lieber an der Küste zeigen, wenn wir Oberwasser sind oder wenigstens Platz um uns herum haben? Warte jetzt mal kurz, ich muss uns erstmal hier ein neues STV. Bye! Aber cool wäre das auf jeden Fall irgendwie so eine Mission hier. Ja, ja. Ich kann nicht mal Leute erschießen, weil ich das falsche Gewehr habe. Ich hätte andere mitnehmen sollen. Genau das. Theoretisch allerdings sollte ich das auch unter Wasser abschießen können. Einfach nur auf viel kürzere Distanz und dann müsste es trotzdem noch ja, Wirkung haben. Ich meine, auf die Distanz könnte ich dich immer noch töten, weil ja. Komm, lass uns mal hier Uki machen. Was? Dunkel. Ja, genau, ich habe noch nicht meine Taschenlampe dabei. Weil ich sehe absolut nichts. Ja, willkommen im Club. Ich sehe nur grau. Alter, gib mir wenigstens eine Taschenlampe oder so. Mein Unterwasser ist doch nicht grau, oder ist es doch schwarz sein? Das blaue Knicklicht funktioniert auch super hier. Ich hab nicht mal sowas. Ich kann's doch nicht mal werfen. Was ist das für eine Scheiße? Ich kann kein Klicklicht werfen. Ah, da ist Licht.
Licht. Ah, jetzt sehe ich wenigstens etwas. Ja. Licht. Also ich muss sagen, so mit so Knicklichtbeleuchtung sieht diese Höhle doch geil aus. Sieht halt spooky aus. Too spooky for me. Hier drin starten. Wer den Ausgang als erster findet, hat gewonnen. Ich bring uns mal zurück an Land. Ja, gerne. Ich würde mal sagen, in die Richtung geht's raus. Ich sehe noch nicht mal mich selber in Third Person. Ein Tag später. Sind unsere Taucherflaschen nicht langsam mal leer? Nein, das sind Rebreather. Na guck mal, er taucht immer noch. Auch schön. Das sollte ich behindern. Ja, ein bisschen. Das, was wir haben, sind auch keine Taucherflaschen, das sind Rebreather. Ja, ich weiß. Ja, aber das sind ja auch sozusagen... Oh, bin ich blöd, ich hatte ein Nachtsichtgerät dabei. Ich trottel. Das ist aber nicht auch einfach Sauerstofftanks, die halt einfach ein bisschen eine andere Form haben als diese Flaschen. Nee, ja, das ist, glaube ich, irgendwie so komische Flüssigsauerstoff. Ja, irgendwie sowas komisches ist das, ja. Aha, die mischen das irgendwie noch mit CO2 oder so? Ja, irgendwie sowas Flüssiges oder sowas. Aber ihr wolltet ja das Submarine sehen. Oh, wow, ja. Ist aber nicht so groß irgendwie, als man meinen könnte. Ist ein kleines U-Boot vergleichsweise. Halt. Geil wäre es, wenn man das irgendwie benutzen könnte, ey. Und wenn es nur atmosphärisch ist, irgendwo hinstellen und reinsteigen und irgendwie Raketen abschießen oder so. Ja, so wie die Skat aus Arma 2. Also aus Arrowhead. Das wäre die eigentlich gut. Wow! Pflanze. Das ist auch eine Missionsabschlusspackung, ne? In dem du einfach das U-Boot nehmen musst und dann mit dem U-Boot flüchten musst. Ja, oder irgendwie, du musst halt da hintauchen, das U-Boot holt dich ab, genau. Es gäbe schon Sachen, ich würde mir auch wünschen, dieser riesige Trawler wäre irgendwie steuerbar oder so, ich meine. Ja, den gibt's ja steuerbar gemoddet. Ja, also das sind meine Wünsche für Arma 4. Oder für ein allfälliges Add-on. Ja, also gibt's ja, die Expansion. Ja, eben bei Hanoa, da wären ja auch Schiffe sicher noch nützlich, ich meine auch so... Amphibische Landungsboote wären auch toll. Und vor allem... Und wenn Panzerfan möchte eine Scud sehen. Die Scarab, die kenne ich schon. Guckt mal Richtung U-Boot an dem Boot vorbei. Ich plansch hier gerade ein bisschen. Egal, ich habe die Scarab gefunden. Start vorbereiten. Voll assi, ich will auf das U-Boot drauf. Arsch-U-Boot, Alter. Ausfahren, Crank. Ausfahren. Bin schon dabei. Eile mit Weile, das Ding ist nicht so schnell. Man kann doch nicht mal auf dem U-Boot laufen. Voll assi, ey, man kommt da doch nicht mal drauf. Wir starten jetzt eine Mittelstreckenrakete, eine möglicherweise atomare. Macht mal. Wir sind dabei. Crank fährt sie geradeaus, das ist sein Lieblingsding. Wenn eine Atombombe im Spiel ist, ist immer Crank. Ich bin bereit zum Abschieden! For the Motherland! Hey, schieß sie da links von uns auf die nächste Küste, wenn das geht, dass wir die Explosion sehen. Ich seh nix, okay. In dem Wasser. Naja, sie ist gestartet. Schneller schwimmen. Sie landet jetzt irgendwo, ich weiß auch nicht, wo Crank sie hingeschossen hat. Ist über das Ziel hinaus gerade, jetzt fliegt sie wieder zurück. Wo ist das Ziel? Jetzt ist sie angekommen. Ja, wo denn? Ja. Da drüben irgendwo. Ja, wo ist da drüben? Ja, da beim... Da! Ja, wo da ist links da? Links von uns diese kleine Insel. Nee, die hat da irgendwie keinen Schaden gemacht, wo die angekommen ist. Warte mal, ich probiere das nochmal. Nein. Aber ich sie getroffen habe. Muss ich dir wieder deinen Panzer auf den Kopf werfen? Mach doch. hab keinen Schaden genommen. Doch schwierig. Aha. Hahaha.
Triff den Taucher, triff den Taucher! Oh, ne Schilka, Schilka! Ich mag Schilkas. Schilka! Ja. Genau. Oh mein Gott, ich bin explodiert. Ich lebe wieder zwischen den ganzen Dingern hier. Wie hast du jetzt gespawnt? Wie viele Wracks siehst du hier? Zu viele. Heiß. Meine Neoprenanzug ist ein bisschen verbrannt. Mach mal die ganzen Dinger hier wieder weg. Ja, übrigens, ich verabschiede mich jetzt dann auch mal bald, weil, da arbeiten nun Land Rover. Land Rover! Hey! Land Rover! Er rollt über das Land! Ich will hinten sitzen. Andere Seite, Crank, das ist ein englisches Auto. Komm zu mir hinten reden. Hinten ist schön. Ich mag den Land Rover, der sieht irgendwie schön aus. Ja, ist ein nettes Auto. Hauptsache unser Logo klebt voll riesig vorne drauf. Überhaupt nicht auffällig. Ja, ist doch dezent, oder? Hinten auf dem Mike ist... Jetzt roben wir über das Land! Ja, zeig mal, was du kannst. Naja, ist nicht so schnell, aber... ups. Ups. Ich hab nebenbei Alt gedrückt auf Shift und dann hatte ich noch einen Screenshot machen, naja. Da hatten die Tasten Alt F4 soll helfen. Ja, möglicherweise, also Land Roving. Hier drüben durch ist ein schöner Roving-Teil, was ist jetzt? Wir gehen auf Safari. Oh, Schütze! Hiha! Dieses MG klingt nicht wie das andere. Attacke! Das Vanilla M2 klingt besser. Das müsste in Jurassic Park sein. Jurassic Arma mit dem Teil Dinos jagen? Wir jagen Elefanten. Ich will das Taliban. Oder hier Tesat. Bäm. Ach du Scheiße! Umdrehen, wir haben noch nicht alle erwischt. Jawohl! Ah! Es werden immer mehr! Ah. Es werden immer mehr! Die sind überall! Weiterfahren, nicht stehen bleiben, sie dürfen nicht aufsteigen! MG wird nachgeladen. Jawohl, ich überfahre! Sehr schön! Nein, ich bin vorbeigefahren! Das nennt sich, Freijagd. Wo ist noch einer? Ich sehe keinen mehr. Ja, du fährst zu viel in Kreisen, ich kann nicht richtig analysieren. Da ist noch einer. Ich glaube, du tötest mehr als ich töte. Nein! Ich kann auch nicht richtig zielen, wenn du so umherfährst. Da, vor uns! Vor uns in der Busch! Vor uns! Ja, nice! Das ist schön an einem schweren MG, du musst einfach nur drüber schwenken und schießen, dann hast du sie eine. Oh, ich glaube, das mache ich in einer Mission irgendwann mal mit dem Hunter. Einfach mal querbeet über alles drüber fahren. Da hinten! Die entkommen uns!
Ah, muss nachladen. Treffen tut Panzer für schon nichts. Es ist auch schwer. Ja gut, dann geben wir uns jetzt mal etwas, was besser für die Jagd auf so etwas ist. Oh mein Gott. Ja. Ja, muss sagen, ja. Mark 19 ist besser. Objektiv gesehen. Wir werden sterben dabei, das wisst ihr. Also Crank, dann spawn mal. Wir brauchen Ziele. Weg ist er. Hinter uns im Wasser waren noch welche. Doch nicht. Ach du Scheiße. Siehst du überhaupt? Bei mir fallen die einfach um. Ah ja. 17 Explosionen gleichzeitig. Alles gut. Schnetzel. Die liegen alle, die Schweine. Oh, muss nachladen. Boah. Ich würde gerne mal mit so einer Waffe echt in echt schießen. Vier in einer Reihe, ich hab sie alle platt gemacht. Vor uns! Ich kann nicht einfach so schnell schwenken. Oh! Weidmann Seil. Bam! Du hast die Folge in den Weid. Hey, die Lösung gegen die Flüchtlingskrise. Haben wir es mit Mark 19? Vor uns laufen noch ein paar. Wir sind effektiv. Vor uns laufen noch ein paar. Was? Ihr Flüchtlinge? Nö, das ist jetzt fies. warte. Oh shit, ich hab ein Rad getroffen. Nö. Fuck. Ach, eins. Scheiß drauf. Wir haben noch drei andere. Weg da! Oh, das hat nicht gezündet, die Granate. Ksch. Glaube, du hast ihn, aber ich weiß es nicht. Wenn wir gerade dabei sind mit schwarzem Humor. Wollt ihr mal einen Witz hören, der so schwarz ist, dass er in den USA erschossen wird? Ja, gerne. Ich mag sowas. Also den Deutschen hier wird der wahrscheinlich nicht so gefallen, aber... Was ging den Kindern in Winnenden als letztes durch den Kopf? Keine Ahnung. Kugeln. Oh. Ich glaube, wir haben sie alle erledigt. Nö. Nein? Nö. Ja, es hat da hinten noch sicher bestimmt viele. Oh, da vorne! Oh! Oh ja, und das sind im Fall jetzt alles Selbstmordladen, ja. Bedeutet, die können uns auch beschädigen. Schnitzel. Lade wieder nach. Oh, die Handbremse ist aber gut. Da hinten rennt einer. Ui! Das war wohl einer. Ja, ich habe ihn nicht erwischt. Egal. Ich könnte noch aussteigen, das wisst ihr. Ja, wir sind nur sterben. Es kann nur einen geben. Nein, ich bin leer geschossen. Sie kommen. Was? Woher? Oh mein Gott, sie sind überall. Formt euch in einem Dreieck, Rücken an Rücken. Steel Team.
Chef, los, rücken an rücken, Leute. Chef, ich glaube, wir sind. Einer. Chef, ich glaube, wir sind am falschen Ecke. Wir sind am Trocknen. Und ich habe keine Munition mehr. Fuck. Ja, ich bin auch leer. Hachi. Gib mir ein Messer. Ah, Mörser. Fick dich. Peace, Hachi. Oh. Aua. Los mit dir, Craig. Das war ein Bombardement. Brennt, sie kommen! Ich werde immer rumgeschmissen, was soll die Scheiße? Ich auch so ein wenig. Und ich habe keine Munition mehr, ich habe nur noch ein Magazin für meine Hände. Craig, was geht mit dir, Alter? Warum rutscht du am Boden? Nochmal, ich esche jetzt die ganze fucking Stadt ein! Oh mein Gott, Crank hat... Oh! Crank flippt aus. Ein wenig. Alter, leck dich am Arsch! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So stelle ich mir einen russischen Angriff vor. Oh mein Gott. Viel Oh mein Gott Geschreie und Artillerie. Ah, aua! Ah! Wir treffen uns am großen Kran! Wir treffen uns bei Crank. Okay. Ich habe ihn nämlich gefunden. Ah, toll. Danke, Crank. Hab ihn auch gefunden. Willkommen. Crank. Im Dreck. Auf dem Willkommen im Dreck. Du hast. Crank, du hast es getan. Du hast das ist mein Haus. Du hast die Bombe gezündet. Das ist mein Haus, geht aus meinem Haus raus. Nämlich halt das hier. Nämlich halt das hier. Kannst du mich mal. Das ist meins, meins hat sich gerade einen zweiten Stock, nächsten Stock. Ja, meins auch. Ah, oh, meins war schöner als einer. Halt's Maul. Aua, aua. Ist unfair, ich kann mich nicht wehren. Hier, friss das. Kann ich mal was schmeißen? Überhaupt noch nichts. Boah, ich komme noch nicht mal so weit mit dieser scheiß Geklichten, ne. Doch, ich hätte sogar Wurfgegenstände, wieso kann ich die nicht? Oh, das ging so weit. Frank. Hm? Wir sind jetzt in diesem Standpunkt, wo wir halt Sachen zerstört haben, aber nichts mehr haben, um zu kämpfen. Ich hab Supply angefordert mit der blauen Granate. Also, und es windet so sehr. Und minimal. Ich meine, alles ist jetzt zerstört hier, also was bleibt noch? Unser Auftrag ist nicht unser Auftrag ist Standard Bundeswehr, Auswehr aufbauen. Also Bevölkerung befrieden und halt Riverdance. Und wir gehen mal in ein größeres Städtchen. Und du sprengst es in die Luft, während wir hier drin sind. Nö. Doch. Und du zündest die A-Bombe. Wir kennen dich, Crank. Und wir brauchen neue Waffen. Wir tun uns jetzt mal neu ausrüsten. Gerne. Ich hab noch die Panzerfaust. Moment, ich brauche noch einen richtigen Werfer. So, gute alte RPG 7 mit
thermobarischen Granaten. Wisst ihr, was an denen lustig ist? Mini-Atombomben. Ja. Naja, es sind einfach thermobarische. Ja, die machen einen richtig deftigen Wumms. Warum, cool. Warum hast du einen Hammer in der Hand? Das ist ein Periskop. Herrgott, nochmal, da müssen wir gleich mal backblasen. Aua! Sah aus wie ein Hammer. Ich sag, da muss man gleich mal backblasen. Das sag mal, funktioniert das denn eigentlich jetzt? Backblasten? Ganz einfach. Nö, das Periskop, ja, funktioniert. Ja, einfach funktioniert's. Mexican Standoff. NATO gegen FN gegen FN halt. Helikopter? Hilfe! Hört sich an wie ein Keimer an. Hilfe! Helikopter? Panzerfaust! Ich frage mich gerade, von wo das der Helikopter. Ach so, ich weiß was. Ah, so knapp. Du hattest Nachschubscript. Ich weiß. Das war jetzt so verdammt knapp. Leute, ich hätte ihn fast getroffen. Alter, ist der Wind stark. Tschüss, Kiste. Yep. Ja, komm zurück. Klebt in den Bäumen. Gelandet. Hallo, Akbar. Ich bin jetzt Niki. Was bist du? Ich bin jetzt Niki. Und ich bin dann auch Sneaky. Aufkoloniert. Funktioniert das? Kommst du da jetzt echt hoch? Wollte ich schon mal probieren. Crank, kommst du da sofort runter? Die Leiter ist nicht sicher. Du musst mindestens einen Meter über das Geländer drüber. Das ist nicht zuwachkonform. Darf ich die Panzerfaust darin abfeuern? Diesen Balkon? Gell, das funktioniert ja wirklich, Alter. Nice. Hab ich gesagt, ich feuer die Panzerfaust ab. Ich hab's angedroht. Ich hab noch die thermobarische. Darf ich? Man kommt ja auch wieder runter. Thermobarisch! Siehste? Sag ich doch, man kommt auch wieder runter. Ich lieb die thermobarischen, die Altungen. Ach so, du kannst jetzt also von der Leiter wieder runterklettern oder was? Ja klar. Ja, kletter nochmal hoch, bitte. Jetzt bleib mal bitte stehen. Hör auf mich wegzutragen. Hallo. Das finde ich nicht nett. Hallo. Aua. Ich hab mich runtergeholt. Warum bin ich eigentlich verwundbar und ihr nicht? Was ist das für ein Scheiß? Das ist unfair. Das ist voll unfair. Immer die NATO, ey. Ich bin ein Gott. Alter Vater. Kinder, Herr Roman. Das ist unfair. Nö, thermobarisch ist lustig. Seht zum Beispiel dieses Gebäude da drüben. Ihr mögt es nicht? Thermobar! Achte demnächst auf deinen Rückstoß. Oh. Bin ich jetzt... Hat mich jetzt jemand gefangen genommen? Ja, mich auch. Wieso? Crank! Ich blute übrigens, das ist nicht schön. Ja, ich rette dich zur Abwechslung. Ja, ich rette dich auch gleich. So bin ich jetzt wieder. Ich will mich nicht ergeben. Du bist am Kniebeugen machen. Nein. Ich will mich am Ergeben. Oh, wartet mal, jetzt, hier, warte mal, wo ist es? Training. Strafe. Da
down and give me 20. Was? Haha. Du kannst mich doch mal schlagen. Das war's wert. Ja. Für jedes Friendly Fire musst du Sport machen. Dann höre ich halt auf. Ich bin größer als ihr alle. Aber aussichtlich schön von hier oben, du, muss ich schon sagen. Wo bist du? Auf der Leiter. Die einfach so irgendwo steht. Die ist aber nicht sicher. Atlantis, komm da runter. Es muss jemand unten halten. Warte, ich halte das Ding da unten, sonst. Das ist sehr unsicher, was du da tust. Vor allem, wenn du. Jetzt, die oberste Sprosse wird nicht betreten. Atlantis. Ey! Hör auf mich rumzutragen! Nein, nicht einfahren! Du bist doch ein Arschloch! Das wäre aber voll der Angriffsplan für eine erhöhte Position! Ja, können wir nicht jetzt von hier noch. Ich meine, jetzt genau, jetzt ist der Hof. Also, vielleicht machen wir mal die Tür auf. Ja, trag mich aufs Dach, trag mich aufs Dach! Insertion in ein erhöhtes Naja, ich bin schon oben im ersten Stock, läuft. Craig, geh die Leiter, geh die Treppe hoch, geh die Treppe hoch. Oh Mann, ey, scheiße. Aber ich schwöre euch, das ist der perfekte Plan, um mein Haus zu stürmen. Ja. Nein, ich bin runtergefallen. Disgrace. Lass mich wieder auf die Leiter. Lass mich wieder auf die Leiter. Ich will auf die Leiter. Oder so aufs Dach. Hör auf, in mir rumzukriechen. Das willst du nicht. Die steht lieber nicht. Die steht beschissen da. Wie trage ich die Leiter? Ace Interaktion. Ja, ja, ja. Ja. Hallo. Oh. Hallo. Aua. Lass mich jetzt hier in Ruhe. Aber eigentlich müsste man das echt mal machen, irgendwo in einer richtigen Mission die Leiter irgendwo mitten im Dorf aufstellen, hochklettern. Ich sehe von hier nichts. Das ist ein mobiles UAV ohne Strom. Ah, scheiße. Wartet jetzt mal, etwas nehme ich jetzt gerade Wunder. So, jetzt holt sich mal bitte jeder eine Leiter. Ach Manu. Ja, das mache ich noch, aber dann gehe ich wieder ins Bett. Es ist einfach zu lustig. Okay, wo ist die Leiter überhaupt? Rucksäcke? Backpacks ganz unten. Wo ist es denn da? Das ist Angriff, so jetzt baut man die. Leiter aufbauen. Hau die mal auf, dann klettere ich hoch, während ich eine Leiter habe, dann klettert. Kannst du das überhaupt? Ich glaube nicht. Wie geht denn das überhaupt? Hä? Okay, klettere mal die Leiter hoch, Frank. Geht nicht. Ja, wie auch, du trägst eine Leiter, also. Also, du wolltest jetzt sozusagen, das wird reine Leiter, also du baust eine Leiter auf. Also du kletterst auf eine Leiter hoch, dann nehme ich die Leiter, kletter auf eine Leiter hoch und dann baut Atlantis die Leiter auf und ich kletter hoch und dann trägt Atlantis die Leiter rum oder sowas. Ja. Das wäre die ultimative Angriffsstrategie oder Aufklärungsmethode. Aber wenn wir mehr zu viel, genug Leiter nebeneinander stellen, haben wir einen Zaun. Ja. Das war einfach für eine Mission, was man irgendwie Aufstandskontrolle machen müsste, eine Leiterwand bauen. Wartet. Keine Post auf, man kann auch durchschießen, also. Nein!
Aber warum läuft der denn immer automatisch einen Meter nach vorne? Ich dachte, oben drauf stehen bleiben und dann die nächste Leiter aufbauen. Ja, das geht doch nicht, was kannst du die Leiter nicht sagen. Wettkampf, wer ist schneller oben? Ja, der springt automatisch einen Meter nach vorne, ist das Problem. Hui! Nee, nicht auf mir drauf. Ja, Leute, ich muss mal ins Bett. Jo. Gute Nacht. War aber lustig. Das Event. Börse RTD hatte Geburtstag. Wie kann, ja, ich, was wie, haben wir wie kann ich die scheiß Leiter jetzt aufbauen? Ich meine, wie haben wir den Geburtstag gefeiert? Wir haben Panzer mit, wir haben Mechs mit Panzern bekämpft und Mechs mit Mechs, wir haben Leitern aufgebaut, wir haben Städte zerstört, wir haben das Migrationsproblem gelöst. Wir waren erfolgreich. Kann auf jeden Fall. Nicht leugnen. Ja, also dann, gute Nacht. Ja, tschüss. So, ich gucke mal ins Forum, was denn da so läuft. Microphone muted. Ja, meine Freunde. Das war... Hey, Boxy. Das war... Der First CRTD-Geburtstag. Viel Scheiße gemacht. Aber lustig. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Den paar Leuten, die da waren. Und sage dann mal ganz locker flockig, wenn er jemand so Ende geladen hat. Bis zum nächsten Mal. Ah, komm schon. Geht doch.